Moselstadion oder bei SVE TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die FSF der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach etwas! Herzlich willkommen zu SVE TV, dem offiziellen Livestream unserer Eintracht. Wir übertragen die heutige Partie zu euch nach Trier vor die Porta Nigra und in die ganze blau-schwarz-weiße Welt. In wenigen Minuten geht's los, wir gönnen uns noch eine Stadionwurst. Die Übertragung beginnt etwa 5 Minuten. Und, was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Eppes. Eppes, ist klar. Ja, Eppes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Eppes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist Eppes. Es ist traumhaftes Fußballwetter hier bei uns im Trierer Moselstadion und herzlich willkommen, liebe Fußballfans und natürlich ganz besonders liebe Eintracht-Anhänger zu dieser Live-Übertragung aus dem heimischen Moselstadion zu SVE TV mit einer Sonderausgabe, nämlich mit dem Knallerspiel des heutigen Oberligaspieltags zwischen unserem SV Eintracht Trier 05 und der Mannschaft vom Deutschen Eck, der Mannschaft der TuS aus Koblenz. Und ja, besser kann man sich das hier gar nicht vorstellen im Moselstadion. Petrus, der sorgt für perfektes Wetter. Die Mannschaft, ja, sie hat unter der Woche trainiert wie kein einziges Mal zuvor. Die war richtig heiß, habe ich mir sagen lassen. Ja, und natürlich auch die Unterstützung der Anhänger unserer Eintracht, die ist auch phänomenal. Die Kassenhäuschen, die waren alle voll besetzt. Die Schlangen vor dem Stadion waren lang. Mittlerweile hat es hier jeder ins Stadion geschafft. Und wir sind noch 10 Minuten davon entfernt, dass dieser Knaller hier angepfiffen werden kann. Und einer, der auch schon die ganze Zeit heiß wie Frittenfett ist, das ist Niklas. Hallo Niklas. Hi Benni, ja, unfassbare Atmosphäre. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal heute über Tag. Das gab es hier, glaube ich, in Trier ganz, ganz lange nicht. So eine Vorfreude, so ein Knistern vor so einem Spiel. Und man sieht es heute an den Zuschauerzahlen. Also das ist einfach, es ist was ganz Besonderes heute. Und da dürfen sich, glaube ich, alle drüber sehr freuen, die dem Verein jetzt so lange die Treue gehalten haben. Absolut. Und ich will auch nochmal ein bisschen Salz in deine Wunde kippen, denn es ist ja eines der letzten Heimspiele, die du von unserer Eintracht hier mitnimmst, bevor du die Reise antrittst, beruflich bedingt nach Berlin. Das hier ist nochmal so ein richtiges Highlight für dich, oder? Ja, ganz groß. Ich bin total dankbar und total froh, dass ich jetzt hier nochmal so ein Spiel erleben darf, aber will mich jetzt hier auch gar nicht in den Vordergrund rücken. Also es ist eine tolle Sache. Ich glaube, alle, das sind deutlich über 2000 Leute, die hier heute hier sind, die sollen ein tolles Fußballspiel sehen und das einfach genießen, die Atmosphäre hier heute. Vor dem Spiel gab es ja eine kleine Demonstration. Früh wollten die Koblenzer sich heute hier schon in Trier treffen und ja, danach auch einen Demonstrationszug antreten. Ist da alles ruhig geblieben? Also von dem, was wir so mitbekommen haben, gab es da keine Zwischenfälle. Also mal ein Lob an beide Fanlager, dass es da zumindest nach unserem derzeitigen Kenntnisstand nicht zur Auseinandersetzung gekommen ist. Auf den Tribünen wird es dafür heute hoffentlich umso heftiger und umso lauter. Wir hören es schon im Hintergrund ein bisschen. Auch der Gästeblock ist ordentlich gefüllt. Also da darf es gerne rund gehen. Wir sind froh, dass es außerhalb vom Stadion ruhig geblieben ist. Ja, das auf alle Fälle. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal bei diesem Thema jetzt hier einen Cut und konzentrieren uns auf das Sportliche. Was haben wir denn heute hier zu erwarten? Es sind immerhin zwei Mannschaften, die ganz eng beieinander stehen. Tabellarisch, Tabellenplatz 2, unsere Eintracht, Tabellenplatz 3. Die Koblenzer
Ja, und wenn ich noch eine Statistik da direkt mit auf den Weg geben darf zu dir, dann stellt man fest, dass die Koblenzer bislang in ihren 7 Spielen nur 2 Tore kassiert haben. Also worauf müssen sich heute die über 2000 Zuschauer hier bei uns im Trier-Mosel-Stadion einstellen? Ich befürchte auf ein kleines Geduldsspiel. Also beide Mannschaften werden sicherlich vor dieser Kulisse ein bisschen nervös sein. Sie werden allerdings auch beide brennen und sie wollen hier beide unbedingt was holen. Also ich glaube nicht an ein 0:0. Ich denke, wir werden hier heute definitiv Tore sehen, aber es kann ein bisschen dauern. Also es wird ein bisschen dauern, die Koblenzer Defensive, du hast es angesprochen, absolutes Prunkstück. Da sind ganz erfahrene Leute hinten drin mit dem Kapitän, mit Michael Stahl, mit Softic, mit von der Bracke. Das ist Regionalliga-Potenzial, was da hinten drin steht. Und das sieht man eben, aber auch unsere Defensive hat sich gut gefangen. Und wenn da heute keine großen individuellen Fehler passieren, dann stehen da Simon Maurer, Kevin Kling und die beiden Außenverteidiger Brodersen und Kaluanga den Gegnern in nichts nach, also es wird ein schwieriges Geduldsspiel zunächst und dann, glaube ich, ein Fußballfest. Ja, darauf hoffen wir. Wir haben ja im Vorhinein dieser Partie so ein bisschen gewitzelt, dass wir uns ja fast wünschen würden, dass ein Dieter Pauken heute 5, 6, 7 Tore eingeschenkt bekommt und nach dieser Partie seinen Rücktritt sozusagen verkündet aus der Oberligamannschaft der TuS aus Koblenz. So weit wird es sehr wahrscheinlich ja dann doch nicht kommen, aber ein überzeugender Heimsieg unseres SVE, das wäre natürlich hier schon ja, wünschenswert und das ist das, worauf alle auch hier hoffen werden. Ansonsten unter der Woche, wenn wir in unser Team oder auf unser Team schauen, da gab es eine Trainingseinheit, da war man sich einig, das war die beste aller Zeiten. Woran hat das denn gelegen? Naja, das war ja schon ein paar Wochen jetzt eigentlich zu spüren. Die Fans stehen hinter der Mannschaft, wir haben hier 2, 3 sensationelle Heimspiele erlebt, auch von der Atmosphäre her gegen Elversberg 2, gegen Kaiserslautern 2, zum Teil unter der Woche abends, also das war schon was Besonderes, das deutete sich an. Die Stadt, die steht hinter dieser Mannschaft und die Mannschaft zahlt es auf den Platz zurück, auch wenn sie mal nicht gewinnt und deswegen war das so ein bisschen abzusehen, wir dürfen uns freuen. Okay, ja, beide Mannschaften betreten den Platz unter frenetischem Applaus unserer Zuschauer. Ja, jetzt sehen wir es auch im Bild, die Gegenkurve, sie ist prall gefüllt und Niklas, du hast die Aufstellung unserer Eintracht. Wen schickt denn heute unser Trainer Josef Sinar für den SVE auf den Rasen von Beginn an? Ja, Benny, das ist natürlich eine der spannenden Fragen heute. Wir gucken drauf. Im Tor, da beginnt unsere Nummer 1. Ist wieder genesen nach einer Grippe unter der Woche. Dennis Wiescholek in der Viererkette. Wir haben es schon angesprochen. Links Jason Kaluanga im Zentrum, der Kapitän Simon Maurer an der Seite von Youngster Kevin Kling. Und auf der rechten Seite, da verteidigt Leonel Brodersen auf der Doppel-6. Der Aggressive Leader, der sich in dieser Saison stärker ins Angriffsspiel einschaltet als vielleicht noch im letzten Jahr. Maurice Roth an der Seite von der Absicherung von Sanusi Balde. Dann da vorne, er ist wieder mit dabei. Seit inzwischen ein paar Spielen hat auch schon selber geknipst und im vergangenen Spiel 2-mal Sinanovic das Leder aufgelegt. Links Christoph Toni Anton im Zentrum. Der Neuzugang dieser Mannschaft so viel Stabilität und Kreativität mitgibt. Milat Salem auf der rechten Seite, wir haben ihn gerade schon angesprochen, der Doppeltorschütze vom Bingen-Spiel, Edis Sinanovic im Moment der Top-Torjäger dieser Mannschaft, der trifft nach Belieben und einer, der vorne die Bälle festmachen und arbeiten soll. Das ist wie üblich unsere Nummer 25, Tim Garnier. Ja, und unseren Elfmann auf dem Rasen wünschen wir natürlich viel Erfolg und sie müssen ran gegen folgende Elfmann, die Gästecoach Anel Chaka auf den Rasen schickt. Das ist im Tor mit der Nummer 1. Ja, wer soll es schon sein außer ihm? Dieter Pauken, durchaus ja ein zwiegespaltenes Verhältnis, was wir da zu ihm haben. Dann mit der Nummer 4 Daniel von der Bracke, die 6 hat Linus Schulte, Wissermann, die 8. Ja, auch ein Name, den wir schon die letzten Jahre immer dabei hatten, der Kapitän Michael Stahl. Die 10 Eldin Hacic, die 11 Amodu Abdullahi, letzte Saison mit 13 Toren, also durchaus ein gefährlicher Mann. Die 12 Leutrim Kabashi, die 15 Adrian Knopp. Die 17 auf dem Trikot hat Leon Gietzen, die 19 Admir Softic und die 23 Leon Waldminghaus. So, beide Mannschaften stehen bereit für dieses Spiel. Und wir werfen noch einen Blick auf den Unparteiischen und das ist heute international. Es sind 2 vom Luxemburg oder 3 vom Luxemburger Verband, Alex Krüger und ihm assistieren Gil Becker und Joachim da Silva. So, jetzt kann es losgehen.
Da war auch der Anpfiff. Erster weiter Ball auf Edis Jenanovic. Geklärt per Kopf vom Kapitän höchstpersönlich von Michael Stahl. Und Salvador. Leon. Ich falle jedes Mal drauf rein. Leonel Brodersen mit dem Einwurf. Baldi. Pass kommt nicht an. Maurice Roth setzt danach. Ja, und da haben wir das erste Mal Amadou Abdoulaye am Ball. Macht das Leder da gut fest. Du hast es angesprochen, 13 Tore vergangene Saison, auch in diesem Jahr ja schon erfolgreich gewesen. Nee. Ah, und der Schiedsrichter, Gilles Becker, macht direkt klar, also Ball zustellen und verzögern ist mit ihm nicht drin. Ich hätte es ja ein bisschen lustig gefunden, wenn wir vorher noch die Luxemburger Nationalhymne gespielt hätten. Ja, ich glaube, da hätte man sowieso nicht viel von mitbekommen, denn die Atmosphäre hier im Hintergrund, ich hoffe, man bekommt es ein bisschen mit über unsere Außenmikrofone. Das ist ganz großes Tennis hier, Ball geklärt gegen den etwas zu engagiert agierenden Admir Softić. Und ich glaube, ja, er war da im Zweikampf mit Tim Garnier. Ja, das dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die beiden sich da heute begegnet sind. Garni, wir haben es angesprochen, der soll vorne die Bälle festmachen, nach Möglichkeit Anton Salem und auch Sinanovic da immer wieder bedienen. Da ist er, Tim Garnier verliert das Kopfballduell gegen den TuS-Kapitän, gegen Michael Stahl. Langer weiter Ball auf Abdoulaye, aber abgefangen. TuS weiterhin den Ballbesitz, müsste Waldminghau sein. Weiter Ball, kein Problem für Dennis Wischolek. Ja, es ist tatsächlich, also ich werde es wahrscheinlich nicht müde, du genauso wenig, das zu erwähnen am heutigen Spieltag. Es ist tatsächlich Gänsehaut-Atmosphäre hier im Moselstadion, im altehrwürdigen Rund und zu Hause unserer Eintracht. Es ist endlich richtiger Fußball. Ja, Foulspiel. Okay, das kann ich mir nicht erklären, die Entscheidung des Unparteiischen. Für mich ein klares Vorspiel von Stahl an Tim Garnier. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Die TuS in Gelb heute. Baut das Spiel auf. Jetzt kommt hier ein bisschen Wind auf. Ah, Baldi zu spät gegen Hacic. Ah, Krüger, der Unparteiische. Da blieb ihm diesmal keine andere Wahl. Als die Szene gegen Baldi da abzupfeifen, kam er ein bisschen zu spät gegen den Zehner der TuS, gegen Eldin Hacic. Gut aufgepasst von Kevin Kling. Ball noch im Spiel. Jetzt ist er draußen gewesen, gibt Einwurf. Der Busfahrer der TuS Koblenz möge bitte sofort zu seinem Bus kommen. Der Busfahrer der TuS Koblenz bitte sofort zum Bus. Anscheinend gibt es da Probleme mit dem Parkplatz des Teambusses von Koblenz. Soll uns aber nicht weiter interessieren. Wir schauen hier auf das Spiel. Pass von Maurice Roth kommt da nicht an. Und Linus Schulte-Wissermann bleibt da liegen. Ja, konnte jetzt nicht genau sehen, was da los war. Gab da, glaube ich, einen Zusammenprall mit Maurice Roth. Ja, gibt auch die erste Spielunterbrechung aufgrund einer Behandlungspause. Sah für mich aber alles eigentlich sauber aus. Ja. Na, jetzt kommt auch unser Doc mit dazu. So gehört sich das Fairplay. Also wollen wir mal hoffen, dass hier Schulte-Wissermann sich nicht gleich zu Beginn da eine heftigere Verletzung zugezogen hat. Was man sagen kann, ist... Oh ja, wird direkt angezeigt, ja. Auswechslung. Das kann natürlich Anel Chaka gar nicht gefallen, dass er hier nach knapp 5 Minuten schon das erste Mal anzeigen muss. Schiedsrichter, wir wollen wechseln. Linus Schulte-Wissermann, Sommerneuzugang bei der TuS.
Sieht so aus, als wäre sein Arbeitstag hier früh beendet. Wir gucken mal. Auch die Sanitäter hatten sich da schon mit der Trage auf den Weg gemacht. Sie kehren jetzt um, weil sie sehen, dass er dann doch von alleine den Platz verlassen kann. Und er fasst sich da an die Hand und es scheint so, als wäre er beim Aufkommen auf den Boden. Ja, als hätte er sich beim Abstützen das Handgelenk oder die Hand da verknackst. Ja, Linus Schulte-Wissermann. Also. Ja, jetzt winken sie ab. Es scheint doch viel leichter weiterzugehen. Ja gut, das ist natürlich auch eben dieses vehemente Anzeigen, Wechsel, Wechsel. Jetzt geht es anscheinend nochmal weiter. Ja, ja, aber wollen wir mal sagen, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Schön, dass Schulte-Wissermann hier weiter mit dabei ist. Sinanovic gegen Softic. Ja, da war die Hand draußen, hat er gesehen, dass da Adrian Knopp am Trikot zugange war. Auf der rechten Seite wäre theoretisch Brodersen frei. Der kriegt den Ball auch, kann ihn aber nicht richtig kontrollieren. Nee, der war nicht aufmerksam genug in dieser Szene. Hat zu spät realisiert, dass der Ball zu ihm kommt. Und das ermöglicht eine Kontergelegenheit für die TuS. Maurer ganz lässig im Zusammenspiel mit Dennis Wischolek. Ja, und es geht doch nicht weiter, glaube ich, bei Schulte-Wissermann. Denn hier unten steht Marc Richter bereit. Und das ist ein 1:1 positionsgetreuer Wechsel. Marc Richter, Mann aus der eigenen Jugend der Koblenzer, hat im vergangenen Jahr in der Oberliga debütiert. Guter Ball jetzt für Sinanovic, der wird immer länger und länger und das kann er den nicht mehr kriegen. Ja, und jetzt ist nämlich doch soweit, also Linus Schulte-Wissermann, für ihn geht es nicht weiter. Gute Besserung an der Stelle. Ja, absolut. Da sehen wir die Einblendung. Danke, Niklas. Festtag im Trier-Mosel-Stadion. Jetzt muss auch noch das Ergebnis aus Sicht unserer Eintracht dazu passen. Gut durchgesetzt von Sinanovic. Milat Salem wollte da mitmischen. Trotzdem die TuS erstmal in Ballbesitz. Ball abgefangen von Kaluanga, aber genau in den Fuß des Gegners. Jetzt vielleicht gut. Kontermöglichkeit über Christoph Anton, über die linke Seite. Anton nimmt Fahrt auf, wartet dann aber auf Kaluanga. Gibt raus zu Kaluanga, immer noch Kaluanga an der Außenlinie. Und seine Flanke wird geblockt von Daniel von der Bracke. Schnell ausgeführt mit Ball D, Kaluanga. Wieder am Ball, zieht in Richtung Grundlinie. Ja, will er die erste Ecke. Zusammenspiel mit Anton ist wie gewohnt gut, gibt erstmal den Einwurf. Wer bietet sich an? Spiel extrem viel unterbrochen. Viele Standardsituationen, insbesondere hier nach Fouls. Oh. Ja, und damit macht er sich direkt Freunde hier, Amodu Abdullahi, und der Schiedsrichter versteht da keinen Spaß, hatte er vorher schon angezeigt, ist da kein Freund der Verzögerung. Ja, und das ist eine frühe gelbe Karte gegen den Koblenzer Angreifer, der natürlich so ein bisschen aufpassen muss, weil sein Spiel ist natürlich sehr, sehr körperlich. Also, wir werden sehen, ob ihn das ein Stück weit beeinflusst. Die Freistoßposition für den SVE, die ist jedenfalls ganz hervorragend. Und Krüger zeigt auch ganz genau an, also ein Mann klarer Worte, von wo ausgeführt wird. Salem führt aus, Ball kommt gut ins Zentrum. Neuer Versuch, Simon Maurer legt ihn sich weit raus und kann dann nur noch zum Einwurf für die TuS klären. Und eilt jetzt natürlich auch wieder zurück in die Defensive, da wo er eigentlich zu Hause ist. Unser Kapitän. Langer Einwurf. Guter Einsatz von Maurer. Brodersen kann das leider nicht behaupten. Dann kommt er doch noch dazwischen. Das war ganz, ganz wichtig. Sonst wäre das hier sicherlich schnell gegangen. Bei dem Mann in Gelb.
Da reichen wir jetzt die gelbe Karte nach. Langer Ball, Wischolek. Kommt Brodersen hin. Zumindest jetzt ist er dran. Salem bietet sich an, auch Maurice Roth macht jetzt einen Lauf. Salem bekommt ihn, legt ihn kurz zurück und dann ist er schon wieder weg. Also wie erwartet, die Koblenzer ganz, ganz eng an den Blauen, an den Spielern des SVE in dieser Anfangsphase. Lassen ihnen wenig Räume hier zum Kombinieren. Kaluanga ein bisschen optimistisch, der Versuch eines Doppelpasses mit Balde. Jetzt braucht er eine bessere Lösung und die hat er mit Christoph Anton leider nicht gefunden. Ja, aber der Ball noch in letzter Instanz berührt von einem Koblenzer, sagt zumindest der Assistent an der Linie von Krüger. Balde muss aufpassen. Heftig attackiert da vom neuen Mann von Marc Richter. Ja, und schon kommen die Koblenzer im Ballbesitz. Klasse. Einsatz von Simon Maurer. Jetzt hat Zahl den Platz. Links draußen der Christoph Anton. Hat der Platz. Und was macht er draus? Er zieht selbst in den 16er, zieht selbst ab. Und das nach knapp 11,5 Minuten. Das erste Ausrufezeichen. Milad Salem. Wir gucken nochmal drauf. Genau, gute Idee. Kuta, der Ball erobert von Simon Maurer. Und dann nimmt er Fahrt auf. Milad Salem wird auch komplett erstmal nicht angegriffen, umrundet den ersten und dann von der 16er Grenze. Aber Pauken hebt da auch nur die Arme und sagt, jo, für mich war es jetzt weniger spannend. Und auch im Umkehrschluss der Konter bringt hier Koblenz erstmal nichts ein. Also jetzt kommen hier so langsam nach einem ersten Abtasten, gute 12 Minuten hat es gedauert, kommen beide Mannschaften das erste Mal so richtig in Tornähe. Und es wird auch klar, warum das hier ein Geduldsspiel wird, denn keiner will Fehler machen, denn man sieht, wenn eine Mannschaft einen Fehler macht, dann kann es sofort schnell gehen, beide große Stärken im Umschaltspiel. Auch so ein bisschen Emotionen sind jetzt schon mit dabei. Und Krüger, der sagt jetzt nochmal, einmal nimmst du den Ball noch mit, dann verwarne ich dich. Also der ist da wirklich kein Freund von, das hat man direkt in der ersten Minute schon gemerkt. Also von daher, der will hier den Spielfluss aufrechterhalten. Ja, beziehungsweise ich würde sogar noch stärker sagen, er ist darauf bedacht. Oh, klasse Ball von Roth für Sinanovic. Sinanovic viel Platz. Edis Sinanovic zieht in den 16 ein. Zentrum wartet, kann gehen. Neuer Versuch, Brodersen. Ist noch nicht vorbei, die Situation. Sinanovic, 1-1 gegen 1. Ja, muss ein bisschen rausnehmen. Klasse Kombination da mit Christoph Anton. Sinanovic hat ihn auf dem schwachen Linken. Nee, das Schiedsrichter war zu wenig. Zeigt sofort an, das war ein Rempler. Mehr war das nicht und dafür kriegst du keinen Freistoß. Und ganz ehrlich, ja. Würde ich es unterschreiben. Vollkommen okay. Aber die Eintracht ist schon wieder auf dem Weg nach vorne über Brodersen im Zentrum. Unterläuft Christoph Anton diese Flanke. Nur ganz, ganz knapp. Klasse Einsatz von Balde. Ball gespielt. Zeigt der Unparteiische sofort an. Sinanovic geht vorbei. Durchgesteckt, das Eder für Garnier. Und da ist das 1-0! Und das Moselstadion jubelt! Und die Haupttribüne steht! Und auch auf der Gegengrade. Da wird gefeiert. Da wird gefeiert, weil nach 14 Minuten zeigt hier unsere Eintracht, wer hier Herr an der Mosel, wer hier Herr im Moselstadion ist. Und so haben wir uns das vorgestellt. Und ich glaube, es war wieder der Mann mit der Nummer 11. Es war wieder dieser Edis Sinanovic. Sensationell gespielt in der Vorbereitung. Wir gucken sicherlich gleich nochmal auf die Szene. Ich würde es dir gerne noch zeigen, aber da ich selbst so am Jubeln war, haben wir keine Wiederholung davon. Das ist ein Start nach Maß. Gerade hat es sich angedeutet, dass der SVE sich so ein bisschen das erste Mal festsetzen konnte in der Hälfte der Koblenzer. Und schon ist der Ball drin. Und schon wieder ein guter Ballgewinn von Christoph Anton. Toni, gib Gas!
Versucht da mit Tempo an von der Bracke vorbeizukommen. Ja, jetzt müssen sie aufpassen, dass sie nicht zu sehr aufmachen, denn auch die Koblenzer, die sind natürlich extrem gefährlich in diesen schnellen Umschaltmomenten, haben wir schon gesehen in dieser Partie. Auch da haben sie es schon angedeutet. Und was wir nicht vergessen dürfen, im vergangenen Jahr, da hat die Eintracht hier 3:1 geführt und hat am Ende trotzdem nur einen Punkt geholt. 3:3 ging das Spiel aus. Jetzt haben wir hier die Szene von Leon Gietzen. Ja, und das ging zu einfach. Also der erste Schritt ist gemacht, mehr nicht. Balde, guter Einsatz. Schießt Sinanovic an, gibt Einwurf für die Gelben, für das Team von TUS-Coach Arnel Xhaka. Ah, ganz knapp. So, und so haben wir uns das vorgestellt. Nach einer Viertelstunde steht es hier schon 1:0 für unsere Eintracht. Und das ist ein Auftakt nach Maß. Und das sollte jetzt den Jungs doch richtig Mut machen und auch einen ordentlichen Schluck Motivation einschenken. Noch 1, 2, 3, 4, 5 nachzulegen, wie viele auch immer hier möglich sein werden. Ich glaube, ich könnte auch damit leben, wenn gar kein weiteres Tor mehr fällt. Also, wie gesagt, wir haben es im Vorjahr hier gesehen. Da haben wir, glaube ich, nach 2 Minuten 1:0 geführt. Später im Spiel 3:1. Und dann ist das Ding am Ende noch in die Hose gegangen. Also das wird hier noch eine richtig heiße Partie. Ein Tor ist gefallen. Wir schauen, wie viele noch dazukommen. Weiter die Eintracht im Angriff über die linke Seite über Kaluanga. Abseits angezeigt. Fahne sofort oben vom Schiedsrichter. Assistenten von Jill Becker und Martin Köbler. Köbi aus unserem Team ist ja heute nicht mit dabei, ist in Litauen, in Kaunas. Und er hat angekündigt, wenn wir das Ding hier heute gewinnen, dann trinkt er die Hotelbar leer. Ja. Aus meiner Erfahrung mit Reisen und Köbi kann ich bestätigen, dass er das wahrscheinlich auch unabhängig vom Resultat hier heute noch tun wird. Ah. Salem, da war er ein bisschen zu lässig, Arm von Hacic draußen, aber Krüger sagt, weiter geht's. Jetzt nimmt Simon Maurer ein bisschen Tempo raus, spielt den Ball erstmal ins Aus, sodass... Ja, gucken wir nochmal drauf, auf diese Szene. Da der Einwurf. Brodersen. Der sucht, ja, wen sucht er? Natürlich Milat Salem. Und Salem, ja, macht das jetzt nicht ganz gut. Ah, zack, da war dann tatsächlich der Ellbogen draußen. Ah, tut weh. Absicht würde ich jetzt hier zunächst nicht unterstellen wollen. Nee, sah auch tatsächlich nicht danach aus. Fair Play dann von den Gästen. Ball wieder zurück in den Reihen unserer Eintracht. Genauer gesagt beim Schlussmann bei Dennis Wischolek, der sich jetzt ein bisschen Zeit lässt, um nach der besten Option Ausschau zu halten. Er glaubt, diese beste Option ist Tim Garnier. Und ich glaube, das war okay, denn die Eintracht, die bekommt in der Hälfte der Koblenzer den Einwurf zugesprochen. Josef Sinan, Daniel Xhaka, beide stehen sie da und tigern in ihrer Coachingzone auf und ab. Ja, und da ist er im Bild und auch mit dem Ball in den Händen, Dieter Pauken. Also einmal muss er schon hinter sich greifen. Ja, da war er absolut machtlos. Selbst ein Torwart-Routinier mit seinen Qualitäten kann da nichts mehr machen. Ja, wurde dann ein bisschen allein gelassen von seinen Vorderleuten. Ja, war ja auch, muss man auch sagen, leider konnten wir es nicht nochmal in der Zeitlupe zeigen, aber es war natürlich auch eine kuriose Szene, Benni. Also der Ball da durchgesteckt, sah ein Ticken, einen kleinen Moment nach Abseits aus. Ja. Aber Fahne ging nicht hoch und deswegen waren dann plötzlich 2 Mann durch. Und ich glaube, Tim Garnier war es, oder? Der den Ball dann perfekt quer gespielt hat und gesehen hat, dass Sinanovic eben noch besser steht. Ja. Und der musste dann nur noch einschieben. Also keine Chance in der Szene für den Schlussmann. Der Toast für Dieter Pauken. Jetzt Stahl zu kurz geklärt. Softic gegen Sinanovic. Ja, kann man auch abpfeifen, dieser Zweikampf da. Die beiden Bosnier, ja. Klasse Einsatz von Salem. Aber auch fair, dieses Tackling. Klasse von Maurice Roth. Wow. Ja.
Und den wollte er sowas von haben. Und wir gucken auf Toni. Was macht Toni? Er spielt raus zu Edis Inanovic. Und der war zu spitz. Und trotzdem sah das gut aus. Und trotzdem muss man auch Maurice Roth hier herausheben aus dieser Szene. Was war das denn für ein Zweikampf? Was war das für eine Grätsche, die er da auspackt? Unsere Acht. Ja, und das, Benni, das ist seine Qualität. Das hat er jetzt in den anderthalb Jahren, die jetzt hier an der Mosel spielt, nicht zum ersten Mal gezeigt. Hat sich sofort eingebracht, auch schon vergangene Saison, als ganz, ganz aggressiver Spieler im Mittelfeld, der auch natürlich mit so einem Ball ein Zeichen setzt. Denn, was man auch nicht vergessen darf, das Tackling vorher vom TuS-Mittelfeldspieler war ebenfalls nicht so schlecht. Ich glaube, Kabashi war das vorhin. Und dann kommt Maurice Roth und setzt ein Zeichen und sagt, Moment, Freunde, so nicht. Das hier ist unser Moselstadion und hier geben wir den Ton an. Ja, also was du gemacht hast, das war gut, aber ich kann es besser. Genau. Und oh, Stahl verspringt da der Ball. Garnier ist ganz eng dran. Guter Einsatz von Tim Garnier. Ah. Aber es gefällt mir, weil sie hier in jedem Zweikampf und auch... Und da sagt der Unparteiische, Baldi soll zuletzt dran gewesen sein, hab ich so nicht gesehen. Ja, Sir. Und auch hier wieder die klare Ansage von dem Mann mit dem Dress, auf dem der rote Luxemburger Löwe prangert. Ja, also Alex Krüger, ja, wir gucken auf die Szene. Ötrim Kabashi, gut vom Ball getrennt und Kaniger erstmal auf Nummer sicher. Also der Unparteiische Alex Krüger. Man hat es, finde ich, früh gemerkt in dieser Anfangsphase, dass er hier gar keine Hitze aufkommen lassen wollte, sondern dass er direkt versucht hat, die aufkochenden Emotionen da so ein bisschen im Zaum zu halten, hat das Spiel viel unterbrochen, auch diese Szene, hat eine relativ strenge Linie, aber ich glaube, das ist in so einer Partie auch genau richtig, denn man sieht, beide Mannschaften halten sich hier noch, trotz aller Emotionen und obwohl Feuer drin ist, ganz gut zurück und gab bisher außer der Szene, die zu Recht mit Gelb geahndet wurde gegen Abdoulaye, eigentlich noch nichts Wildes zu sehen. Ja, absolut, so ist es. Aber Abdoulaye auch gerade in dieser Szene hier der Mann im Fokus und der winkt schon wieder ab und der hat auch schon wieder das Gespräch mit Krüger gesucht. Ich gehe davon aus, wenn der so weitermacht, dann überlebt er die erste Halbzeit nicht. Also was auch immer heute bei ihm im Oberstübchen abgeht, aber Abdoulaye. Ja, und jetzt gibt's Gelb gegen Maurice Roth. Ja. Und die hat er sich auch verdient. Ja, und auch das sollte dem SVE zu denken geben, denn wir haben seine Aggressivität inzwischen mehrfach angesprochen, auch gelobt, aber auch er natürlich dadurch ein Kandidat für nicht nur eine, sondern eben dann auch zwei gelbe Karten. Er muss jetzt aufpassen, das wird er tun, da bin ich mir ganz sicher. Hoffen wir's. Und wir hoffen einfach mal, dass er nicht in Situationen gerät, in denen er dann keine andere Wahl mehr hat. So, die erste Halbzeit der ersten Halbzeit ist vorüber, ganz offiziell. Und demnach Zeit für ein erstes Fazit. Niklas, was haben wir denn hier in den ersten Minuten dieser Partie zu sehen bekommen? Ja, eventuell sehen wir jetzt die erste Torchance der TuS. Simon Maurer attackiert von Abdoulaye. Fahne ist oben am Rand. Ja, Abseitsposition. Also, gerne jetzt zum Fazit. Ich finde, wir haben hier ein wahnsinnig munteres Spiel gesehen in dieser Anfangsphase. Man sieht, dass es für beide Mannschaften um extrem viel geht. Man hat, wie erwartet, in den ersten 10 Minuten haben beide so ein bisschen mal geguckt, was geht hier, wo müssen wir drauf gehen, wer sind so die Schwachstellen in der jeweiligen Truppe. Wie gesagt, das Spiel war viel unterbrochen durch einen Unparteiischen, der hier gleich zeigen wollte, Freunde, wir bringen das hier zivilisiert über die Bühne. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Und der SVE dann natürlich mit der ersten, sagen wir vielleicht zweiten, richtigen Torchance gleich in Führung gegangen. Das ist alles in allem durchaus verdient. Saale mit ein bisschen Glück. Sah aus wie ein bisschen Breakdance, was er da um den Ball gemacht hat. Hat nur am Ende nicht zum Erfolg geführt. Sinanovic, klasse, zwingt Leon Gietzen zum Fehler. Also um es abzuschließen, sehr, sehr lebendige Anfangsphase und ich glaube, ein absoluter Traumstart aus Sicht jedes Eintracht-Fans. Ja, absolut. Du hast gesagt, 1-0, am Ende würde dir reichen. Hauptsache, die 3 Punkte bleiben hier. Mein Anspruch ist dann da doch noch, das muss ich sagen, ein bisschen höher. Ich würde hier gerne einfach noch 1-2 Tore sehen. Natürlich auf dem Torekonto unserer Eintracht. Ja, man darf nicht vergessen, die Eintracht, die wartet jetzt, auch das sollten wir kurz zumindest thematisieren,
seit ziemlich genau 5 Jahren auf einen Sieg gegen den Rivalen, gegen Ditus aus Koblenz, damals im Rheinland-Pokal nach Elfmeterschießen im Oberwert, ich kann mich erinnern. Da war der Jubel ähnlich groß wie hier heute beim Führungstreffer. Ja, wenn es hier in der Oberliga auch zwei Mannschaften gibt, die vom Fanlager her auch hier für Fußballatmosphäre sorgen können, dann ist das natürlich Koblenz, dann ist das natürlich auch Trier, das müssen wir anerkennen. Gut, Worms wollen wir vielleicht an der Stelle auch nicht ganz vergessen, aber das hier ist natürlich richtig brisant. Ja, hartes Einsteigen dagegen, Sinanovic. Der trotzdem gut daran tat, da die Schritte mit zurückzumachen und so Kollege Brodersen in der Abwehr zu unterstützen. Softic, Garnier geht da eng dran an den Routinier in der TuS-Abwehr. Hacic wieder attackiert von Sinanovic, die beiden Bossen hier im direkten Duell. Wieder eine Flanke, die ist gar nicht so verkehrt, war aber abseits, sagt zumindest der Assistent an der Linie. Und auch Deno hebt da schützend die Hände und sagt, hier wird nichts mehr draus. Ja, Fahne von Joaquim da Silva war sofort oben. Und wir warten auf den Abstoß von Dennis Wischolek. Unter der Woche hat ihn ja so ein bisschen Magen-Darm ausgenockt. Aber heute scheint er wieder fit zu sein. Und diesmal kriegt er es gegen sich gepfiffen. Leutrim Kabashi wollte ein bisschen knuddeln mit Tim Garnier. Ja, hat er auch. Folglich der Freistoß die richtige Entscheidung. Gute Gelegenheit für Milat Salem im Zentrum. Auch Kevin Kling, auch Simon Maurer und natürlich Tim Garnier. Alles drei hervorragende Kopfballspieler. Besonderes Augenmerk gilt in diesen Szenen natürlich immer unserem langen Lachs Kevin Kling. Ball kommt zu ihm. Und das ist das Ding! Da ist das 2:0! Und wieder springen sie alle vor uns auf. Und wieder kennt der Jubel hier keine Grenzen. Nimmt toll aus im Trierer Moselstadion. Und auch auf der Gegengrade. Da wird sich umarmt. Da werden die Hände in die Höhe gerissen. Weil so hat man sich das natürlich vorgestellt. Keine halbe Stunde ist hier gespielt. Und der SVE geht hier mit 2:0 in Führung. In der 28. Spielminute präsentiert die Sparkasse Trier das Tor für unseren SV Eintracht. Ja. Eintracht. Ja. Eintracht. Ja, und das 2:0 erzielte unser Spieler mit. Wir schauen nochmal drauf. Da tritt er sie, Milat Salem. Und dann im Hintergrund ist es Kevin Kling. Nicht per Kopf, sondern per Fuß. Und da geht's auf in Richtung der Fans in der Auskurve und in der Gegengrade. 2:0 führt unser SVE hier im Spitzenspiel des heutigen Spieltags. Klasse Einsatz von Salem. Also sie spielen hier weiter. Salem, getroffen worden. Duell. Entschuldigung, Benni, wollte ich nicht unterbrechen, aber... Ja, sieht nicht gut aus. Komm, wir werfen nochmal einen Blick drauf. Milat Salem, da ist er noch, derjenige, der den Freistoß tritt. Und dann im Hintergrund, Mutter, Seelen allein. Da steht unsere 26, da steht Kevin Kling. Und zwar diesmal nicht per Kopf, sondern mit dem Fuß bereit. Ja, sträflich allein gelassen natürlich Kevin Kling. Freut mich ja also immer schön, wenn man so ein Tor herorakelt. Ja. War nicht mit dem Kopf, ja, ich weiß, aber... Naja, sie haben ihn zumindest gesucht und jetzt bereitet sich die Gegend gerade auf den Wechselgesang mit der Haupttribüne vor. Und ich würde sagen, wenn es denn soweit ist, auch wenn es uns schwerfällt, Niklas, dann halten wir erstmal ein bisschen den Rand, um hier wirklich was von der Atmosphäre auch in die Welt senden zu können. Ja, lieben gerne. Ein Tor, wir!
Ja, würde ich sagen, hat geklappt. Jeder hat mitbekommen, heute, da ist hier Stimmung in der Bude, die sich da Moselstadion nennt. Ja, und woran das liegt, das sehen wir auch, wenn wir da oben links auf die Anzeigetafel gucken. Da sehen wir nämlich, die Eintracht, die führt hier 2:0. Lässt der TuS keine Luft zum Atmen. Jetzt Kaluanga über die linke Seite. Geht ins 1 gegen 1, setzt sich durch im Rückraum, da wäre Sinanovic. Und der beschwert sich da auch gerade, der kann es nicht fassen und der zeigt es an und sagt, Mensch Junge, das musst du doch sehen, dass ich hier mutterseelenallein am Elfer stehe. Und er hat da am Punkt wirklich sehr, sehr gut gewartet, war mutterseelenallein, den muss er doch sehen und den sollte er dann natürlich auch bedienen. Das war zu eigensinnig. Das war zu eigensinnig. Und wir werfen nochmal einen Blick drauf. Da zieht er in den 16er, Kaluanga lässt den ersten gut stehen und da zeigt das noch an, Sinanovic. Und da kommt die Beschwerde in Richtung seines Teamkameraden. Ja, er hätte eine Sekunde einfach nochmal den Kopf ein bisschen hochnehmen müssen. Ich glaube, dann wäre das da nochmal eine gute Ecke besser gelaufen, denn dann hätte er gesehen, dass da eben neben Tim Garnier auch noch Edis Sinanovic freistand und der hätte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Da lehne ich mich aus dem Fenster. Nächste Gelegenheit vielleicht jetzt über Garnier. Jetzt müssten Sie eigentlich sehen, dass da rechts außen eben jener Edis Sinanovic wieder gestartet wäre. Ja. Und jetzt brauchen Sie erstmal jemanden, der aufpasst auf Leon Gietzen. Maurice Roth kommt da. Gut aufgepasst von Kling, denn das war schon eine relativ knappe Geschichte. Da lauerten gleich zwei Koblenzer, Abdullahi und auch Adrian Knob. Gute Balleroberung. Salem, was für ein Pass in den Lauf von Edis Sinanovic. Ja, der muss da ein bisschen rausziehen und zack, dann wird der Ball geklärt von Admir Softic. Und jetzt die Ostkurve gemeinsam mit der Gegengrade der Eintracht Trier Wechselgesang halt hier durchs Moselstadion. Das ist einmalig. Also sowas hier könnte ich jede Woche haben. Also ich meine damit natürlich auch die Führung von 2:0 nach einer halben Stunde. Aber ich meine vor allen Dingen die Stimmung. Ja, und auch Köbi, unser Stadionsprecher, der freut sich gerade nast. Anton. Ah, durchgesteckt. Der Versuch ja. Da für Maurice Roth. Und dann der gute Einsatz von Christoph Anton. Und Benni, ich sag's dir, das sind auch diese Szenen, die Eindruck und die Spuren hinterlassen. Absolut. Bei den Koblenzern, denn die sehen, wie unsere Mannschaft hier brennt und das, was du in deiner Anmoderation angesprochen hast, nämlich dieses Training unter der Woche, wo mir auch nochmal unser Geschäftsstellenleiter Björn Behrens bestätigt hat, die Jungs, die haben richtig gebrannt in diesen Einheiten. Das bringen sie hier definitiv auch auf den grünen Rasen. Absolut, auch das fair gemacht. Und Salem, super den Ball da. Ah, Handspiel runtergefischt. Aber. Ja, lässt er durchgehen, Krüger. Das pfeift er jetzt aber. Ja. So ist es. Simon Maurers Einsatz da gegen Amodou Abdullahi. Ja, das geht klar. Das ist natürlich auch für Simon Maurer. Der muss da permanent zu 100% fokussiert sein. Denn wenn dieser Abdullahi seine Chance bekommt da vorne und die Möglichkeit bekommt, den Ball in Ruhe festzumachen, dann wird es in der Regel gefährlich auf Seiten der TuS. Und bisher macht unser Kapitän das aber gewohnt souverän. Abgepfiffen jetzt der Einsatz von Kling. Und demnach ein ruhender Ball in einer doch nicht ganz ungefährlichen Zone, nämlich 8 Meter vom eigenen 16er, von der 16er Grenze unserer Eintracht entfernt. Legen sie sich da den Ball zurecht. Krüger stellt die Mauer. Wischolek korrigiert sie dann. Wir warten auf diesen ruhenden Ball. Die Koblenzer ja da durchaus gefährlich mit Softic und mit von der Bracke im Zentrum. Da ist Stahl, da ist Softic und Abdullahi mogelt da das Ding über die Linie. Da ist das 2:1. Wir hatten gerade davor gewarnt. Und das war, ja, da war er mutterseelenallein in der 35. Spielminute. Und wir schauen auch da natürlich nochmal drauf auf diesen ruhenden Ball. Ja, und das ging zu einfach letztendlich. Ja, einstudierte Variante, sieht man auch. Das war genau so geplant. Zack, da kommt der Ball ganz, ganz weit.
verlängert. Gut, was, was sie dann da natürlich anstellen, das ist schon ein kleines Kunststückchen und sehr akrobatisch. Aber okay. Was wir auch nicht vergessen dürfen, Eintracht Trier hat gerade die Gegentreffer der TuS aus Koblenz verdoppelt. Vorm Spiel waren das 2, jetzt haben sie aber schon 4. Das heißt, ja, auch das eine Statistik, die man natürlich an der Stelle nicht unerwähnt lassen sollte. Aber aufgepasst. Ja, wird spannend zu sein. Wir gucken mal ganz genau drauf in den nächsten 3-4 Minuten, wie die Eintracht-Mannschaft diesen... Ja, und das muss direkt die gelbe Karte geben. Er zieht ihm ja fast das Trikot aus. Also Trikotzupfer da vom eingewechselten Marc Richter. Und eigentlich, ja, gibt es doch da gar keine Wahlmöglichkeit für den Schiedsrichter, oder? Ja, war, glaube ich, noch ein bisschen weit hinten, als dass der Unparteiische das als taktisches Foul werten wollte. Jetzt lässt er das definitiv weiterlaufen gegen... Anton, Christoph Anton versucht ins 1 gegen 1 zu gehen. Im Zentrum ist Maurice Roth und hier unten wäre auch Milad Salem. Roth, klasse Solo. Maurice Roth probiert. Oh, und auch das klasse. Und diesmal rettet da Dieter Pauken, der nach unten fällt. Oder sich stürzt, besser gesagt. Ah, zu weit vorgelegt. Und da kann er nicht mehr machen. Leonel Brodersen. Es geht hier auf und ab, hin und her. Hüben wie drüben Chancen und Offensivaktionen. Und genau so wollen wir das natürlich hier auch haben. Ah, Maurer, das sind genau diese Zweikämpfe, von denen er da heute noch einige bestreiten werden muss und von denen er auch schon einige bestritten hat. Bisher eigentlich alle erfolgreich. Diese langen, hohen Bälle da auf Adrian Knopp und auf Amadou Abdoulaye. Ganz, ganz undankbar zu verteidigen. Garnier mit ein bisschen Glück gegen Stahl. Ball kommt zu Anton. Und Softic geht auf Nummer sicher. Also dieser Gegentreffer, der war so definitiv nicht vorgesehen, Benni. Nee, der war auch unnötig. Aber du hast ja die ganze Zeit auch davor gewarnt, hast gesagt, hier Koblenz kann jederzeit Gefahr ausstrahlen. Das Spiel läuft weiter, Tim Garnier. Und Tim Garnier, der beschwert sich jetzt auch bei Brodersen und sagt, hey, sag mir doch was, wenn da jemand von hinten mir in den Rücken rauscht. Sag mir doch Bescheid. Kam aber keine Ansage von Leonel Brodersen. Falscher Einwurf. Immer ärgerlich sowas, haben wir auch im letzten Heimspiel ein paar Mal gehabt. Da sollten sie drauf achten, denn das sind einfache Ballverluste, paar Meter gemacht, der Koblenzer. Jetzt kommt Kabashi, Knob kommt nicht ran. Scholek buxiert den Ball nach vorne zu Van der Bracke und dann zu Richter. Und zweiter Ball gehört der Eintracht, so muss das sein. Wieder bietet sich der Brodersen auf der rechten Seite an. Aber Dennis Wischolek hat erstmal kein Auge für ihn. Milad Salem kommt da nach hinten, aber auch der soll ihn nicht bekommen. Sondern sie suchen da Sinanovic. Oh, technisch ganz fein, Edis Sinanovic, wow. Ball noch nicht im Aus und das war wirklich ein kleines Kabinettstückchen, was er da zeigt. Also was er da mit seinem Landsmann, mit Softic gemacht hat. Uiuiui. Der hat ganz viel Erfahrung, der hat mir Softic. Also das wird er so in der Form trotzdem noch nicht so wahnsinnig oft erlebt haben. Knopp, ja. Trotz allem die TuS in Ballbesitz. Sie haben dann Schwierigkeiten, das Spiel aufzubauen, weil die Eintracht extrem giftig in diesen Zweikämpfen ist. Die Räume sehr, sehr eng macht. Also aus dem Spiel droht von den Koblenzern hier aktuell zumindest keine Gefahr. Es sind noch 5,5 Minuten bis zum Halbzeitpfiff und hier hat sich so viel ereignet in den ersten 45 Minuten. Man hat das Gefühl, man hat zwei Partien gesehen. Da war alles drin. Kampf, Leidenschaft, Tore. Ja, harter Einsatz von Richter gegen Salem, aber fair, sagt Alex Krüger. Gut gespielt, Rot. Ah, vielleicht wäre die flache Variante für Sinanovic besser gewesen. Garnier läuft Stahl an, Pauken unter Druck. Ja, auch da sah in der Vergangenheit nicht immer ganz souverän aus. Hat uns ja auch mal hier im Moselstadion so ein Tor geschenkt. Der TuS-Schlussmann in dieser Szene
Ganz souverän. Flankengelegenheit für Gietzen und Knopp verpasst im Zentrum aus bester Lage. Also diese Dinger aus dem Halbfeld, ja, das war nicht das erste Mal, dass die richtig gut kommen. Und dass das dann schwierig zu verteidigen ist für Simon Maurer und für Kevin Kling, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Und wieder ein weiter Abschlag. Oh! Jo, das war abzusehen. Ja, geht auch gerade ein Windstoß durchs Moselstadion. Da sagen wir einfach mal, dass der da auch seine Finger im Spiel hatte. Kompromisslos geklärt von Maurer. Ja, gut, dann von Stahl. Knob gegen Kling. Kling setzt seinen Körper wie willst da du denn, gut ein. Wie willst du denn gegen so einen Kling, wie willst du denn da an den Ball kommen per Kopf? Also, da kannst du ja direkt eigentlich ein Schleifchen drum binden und kannst sagen, ja, ist oh, ein Geschenk. Eieieiei. Ja, okay, gut. Gut, dass Alex Krüger da, Entschuldigung, Benni, gut, dass Alex Krüger da 5 gerade sein lässt. Balde ist da ausgerutscht und dadurch so ein bisschen mit beiden Beinen in den Gegner rein. Hat ihn offenbar nicht getroffen, also unparteiische die Szene richtig bewertet. Glück trotz allem für den SVE, denn wenn er da ein bisschen unglücklicher wegrutscht und seinen Gegner trifft, dann sieht das natürlich böse aus. Insofern. Ja, aber korrekt bewertet hier von Alex Krüger aus dem Großherzogtum. Und auch die Situation sollte ein Ende gefunden haben. Ja, muss man wohl sagen, vielmals merci. Ja. Monsieur Krüger. Drei Minuten sind es noch und es macht dir den Eindruck, als wäre auch unsere Mannschaft gar nicht so unfroh, darüber gleich mal Luft schnappen zu können. War eine durchaus intensive erste Halbzeit. Ja, extrem umkämpft diese Partie. Viele, viele Zweikämpfe. Ja, und solche Fehler da, die sollten sich nicht häufen. Naja, die TuS natürlich nochmal Selbstvertrauen getankt durch diesen Treffer. Haben gesehen, die Eintracht-Defensive, die ist verwundbar. Vorteil angezeigt, deswegen attackieren sie ihn da nicht. Sinanovic, wichtig, dass er da die Meter mit zurückmacht. Und auch wichtig, dass da Rot nochmal Gas gibt auf den letzten Metern. Und jetzt dieser lange Ball. Ja. Ja, wäre vielleicht auch wieder eine gute Idee gewesen, Sinanovic da entsprechend einzusetzen. Oh, Nachlässigkeit davon von der Bracke. Da ist ein ganz, ganz böses Ding, was er da auspackt. Sehr rüdes Einsteigen. Und das muss mal mindestens die gelbe Karte geben. Na, ich glaube von der Bracke. Nee. Und er zupfelt da schon. Ja, an seiner Hosentasche. Und die hat er sich verdient. Kabashi war es, oder? Kannst du jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ja, ich glaube, Leutrim Kabashi hier mit der gelben Karte. Gucken wir nochmal drauf. Und was für ein Einsatz, wollen wir aber auch nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle da von Tim Garnier. So. Oh, und wir gucken lieber auf die Ausführung dieses Freistoßes. Standardsituation. Ball kommt wieder gut ins Zentrum. Garnier kommt nicht an den Ball. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Machen sie. Und zwar in Person von Kaluanga. Nochmal Salem. Ja, warum denn nicht? So, und wir gucken nochmal auf diese Szene. Da der Zweikampf zwischen Garnier. Und dann ist da Toni eigentlich fast vorbei. Und zack. Er trifft den Ball, aber er trifft den Ball nur dadurch, dass er vorher die Beine von Toni trifft. Schiedsrichter hat angezeigt, 2 Minuten gibt es hier oben drauf. Regulär sind es noch 30 Sekunden. Und wenn es so bleibt, dann geht unser Team mit einer 2:1 Führung in die Kabine zur Erfrischung. Leon Gietzen wird das Leder nach vorne bringen, so ist es. Softic verlängert, kein Problem für Wischolek. Vielleicht kann es ja schnell gehen über die rechte Seite, da wäre Platz.
Das sieht jetzt auch wie Scholleck, aber in dem Moment sieht es auch Leon Gietzen. Was mir auffällt, ist zweimal, also in den letzten beiden Strafraumszenen, lag zweimal Simon Maurer da quer, also auf dem Boden. Weiß ich nicht, ob der Unparteiische da jeweils irgendwas nicht gesehen hat, aber sieht ihm nicht ähnlich, dass er da die Nähe zum Grün sucht. Ja, sind natürlich intensive Duelle da trotz allem im 16er, da auch mit viel Körper gearbeitet wird auf beiden Seiten. Da kann sowas natürlich immer mal passieren. Auch das, oder sagen wir auch im Rahmen des Erlaubten. Deswegen, wir müssen uns da so ein bisschen auch auf das Gespür des Unparteiischen verlassen und können natürlich auch die Reaktionen der Spieler beobachten. Gietzen, Brodersen. Gut gegen Brodersen. Kommt nicht so richtig da in die Verteidigung. Ja, was war das denn? Und da hätte nur eine Fußspitze gefehlt, um dieses Ding hier über die Linie zu bringen. Schockmoment im Trier-Mosel-Stadion. Ja, das war ein richtig, richtig enges Ding, Leon Gietzen. Ja, brauche ich tatsächlich in der Form nicht. Und wir schauen nochmal schnell auf diese Situation. Da der Zweikampf gegen Brodersen. Und Brodersen kann da diesen Ball nicht verhindern. Und dann sind es Millimeter. Also wenn das 5 Zentimeter waren, dann war es viel. Ball da auch mit ordentlich Effet. Das 30. hat doch deine Freundin letztens auch zu dir gesagt, oder? Was jetzt genau? Nicht das mit dem Effet. Ich wollte gerade sagen. Verstehe ich jetzt gar nicht. Gut das gestört. Das ist die kurze Antenne. Ah, und wieder so ein Fehlpass. Richter. Die letzten 9 Sekunden laufen hier von der ersten Halbzeit, inklusive der Nachspielzeit. Und zack, das war's. Pünktlich pfeift er ab. Und wir schauen schon mal auf die Highlights dieser Partie. Und unterdessen, Niklas, ja, ganz klar die Frage, 45 Minuten gespielt, 2:1 liegt unsere Eintracht vorne, nach aber einer 2:0-Führung. Ist Koblenz im Laufe der ersten Halbzeit stärker geworden? Ja, kann man glaube ich schon so sagen, wobei ich würde das im Laufe der ersten Halbzeit so ein bisschen relativieren wollen, denn sie sind vor allen Dingen stärker geworden, nachdem sie aus dem Nichts zu diesem Anschlusstreffer gekommen sind, zum 1:2. Wir hatten beide so ein bisschen davor gewarnt, dass sie bei Standardsituationen stark sind. Und das war dann genau so eine Situation, die sie dann eben zurück ins Spiel gebracht hat. Und danach haben wir schon gesehen, bei der Eintracht, da ging so ein bisschen das Wackeln los. Insofern gar nicht schlecht, dass jetzt Pause ist. Du hast natürlich vollkommen recht. Ja, die TuS ist ein bisschen stärker geworden. Umso besser, dass man jetzt eine Viertelstunde Zeit hat, sich nochmal zu sortieren und sich neu zu ordnen. Was muss denn Chefcoach Josef Sinard seiner Mannschaft auf dem Weg in die zweite Halbzeit mit auf den Weg geben, verbal? Nein, ich glaube vor allem, dass sie wieder mehr so agieren müssen wie noch zu Beginn der Partie, nämlich mit viel Geduld, mit viel Ruhe, die Zweikämpfe annehmen, die Zweikämpfe auch erfolgreich bestreiten. Denn das hat sie ausgezeichnet in dieser Anfangsphase. Sie haben den Koblenzern kaum Luft zum Atmen gelassen, die ja immer wieder auch mit diesen hohen, weiten Bällen versuchen, Abdoulaye und Knopp in Szene zu setzen. Das ist ihr Spiel, diese hohen, weiten Bälle. Und da haben sie aber zunächst eigentlich gegen Simon Maurer und Kevin Kling da hinten gar keinen Stich gesehen. Auch Baldé in der Balleroberung mit einer sehr, sehr starken Partie heute, Maurice Roth, gewohnt aggressiv. Also das werden so ein bisschen die Schlüsselduelle sein, glaube ich, da vorne. Die müssen sie gewinnen und da müssen sie einfach aufpassen, dass sie sich nicht so sehr tragen lassen hier von dieser Atmosphäre, sondern dass sie konzentriert bleiben, ihr Spiel im Griff haben. Und ich denke, in die Richtung dürfte die Ansprache von Josef Sina gehen, denn Koblenz ist hier verwundbar. Das haben nicht nur die 2 Gegentreffer eindrucksvoll bewiesen. Gut, dann habe ich noch 2 Fragen. Wir haben auf der Bank einen Kevin Heinz, einen Felix Fischer, einen Jan Brandscheid, einen Jonas Amberg, einen Ömer Kayaoglu und einen Dominik Kinscher. Wen von denen sehen wir denn heute noch auf dem Platz? Tja, das wird so ein bisschen vom Spielverlauf abhängen, glaube ich. Ich glaube, dass naturgemäß sicherlich ein Kandidat dafür sein sollte, wenn wir dann noch ein Tor brauchen irgendwann oder das Spiel noch mal ein bisschen sortieren müssen. Dominik Kinscher sicherlich eine Alternative mit seiner Kreativität, mit seinem Esprit im Mittelfeld, der dann auch das Umschaltspiel von Mittelfeld auf Angriff an sich reißen kann und das übernehmen kann. Für ganz vorne natürlich Jan Brandscheid, der genesene Top-Torjäger der beiden vergangenen Jahre des SVE. Und für hinten drin ganz sicher Kevin Heinz eine Option. Aber im Prinzip auch Jonas Amberg
und Ömer Kayaoglu denkbar. Felix Fischer, könnte sein, dass er hier sein Comeback gibt heute. Glaube ich jetzt aktuell noch nicht. Da müsste wirklich in der Zentrale was passieren, dass er zum Einsatz kommt, einfach weil er noch nicht wieder in dem Rhythmus ist, dass er ja heute so im Spiel dann seinen Stempel aufdrücken kann. Also das könnte ich mir vorstellen. Meine drei Kandidaten, wenn ich tippen müsste, wären Heinz, Brandscheid und Kinscher, aber abhängig vom Spielverlauf könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht mit Jonas Amberg ein Kämpfer reinkommt, der außen noch ein paar Meter macht. Ich habe sie mir markiert und ich nenne dich dann Einwechselpropheten, sollte das stimmen. Und dann meine Abschlussfrage, bevor wir uns verabschieden und auch eine kurze Pause machen. Wer hat denn hier stimmungstechnisch die Nase vorn? Gut, das ist, glaube ich, keine echte Frage. Das muss eine rhetorische Frage sein. Also, was die Eintracht-Fans hier abgerissen haben im ersten Durchgang, das war schon beeindruckend. Die Gegengerade ist prall gefüllt. Auch die Haupttribüne ist picke, packe voll. Und auch in der Ostkurve sehe ich so viele wie schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Entsprechend die Stimmung. Also, da steht es, ich würde sagen, vielleicht sogar 2-0, was die Ränge angeht. Koblenz relativ wenig zu hören, trotzdem mit Dauersupport. Also, es ist tolle Atmosphäre. So unterschreibe ich das und ja, ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt eine Currywurst und melden uns dann in 10 Minuten wieder mit den zweiten 45 Minuten. So machen wir es. Bis gleich. Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apps-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Apps-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach etwas! Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apps-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Apps-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Apps! Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apps-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Apps-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Apps! Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apps-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt
euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die FS-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Eppes! Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Eppes-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Eppes-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Eppes! Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Eppes-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Eppes-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Eppes! Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Eppes-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Eppes-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Eppes! Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Eppes-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Eppes-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Eppes!
Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apps-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Apps-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach Apps! Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apps-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Apps-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ende. So, und da sind wir wieder zurück hier im heimischen Moselstadion. Es ist natürlich immer noch pickepacke voll, so wie Niklas gesagt hat. Die Stimmung ist blendend. Die TuS aus Koblenz zunächst auf dem Rasen. Die Worte und die Ansprache von Josef Sinar hat anscheinend noch ein bisschen länger gedauert. Dann kam unsere Mannschaft. Jetzt stehen beide Teams wieder bereit. Und die letzten Zuschauer nehmen ja auch ihren Platz auf der Haupttribüne ein. Und auch Alex Krüger aus Luxemburg, der heutige Unparteiische, scheint bereit zu sein. Ja, es fehlt noch ein Ball, würde ich sagen. Ja, da kommt einer. Vielleicht für uns ganz kurz die Möglichkeit, nochmal anhand der Tabelle hier zu verdeutlichen, was für ein Topspiel das hier heute ist und wie groß die Bedeutung ist. Der SVE wäre aktuell 3 Punkte vor der TuS, die aber noch ein Spiel weniger zu absolvieren hat und deswegen theoretisch wieder gleichziehen könnte. Wollen wir mal gucken, ob das im zweiten Durchgang hier so bleibt. Und da war er, der Anpfiff zum zweiten Durchgang. Die Eintracht jetzt von rechts nach links. Sinanovic da mit dem ersten Versuch, Fahrt aufzunehmen über die rechte Außenbahn. Da lässt er sich abkochen. Edis Sinanovic. Kaluanga per Kopf. Toni per Brust auf Balde. Ja, und es gab einen Wechsel bei der TuS. Da sehen wir neu auf dem Feld mit der Nummer 13. Das ist Nonaka Nozomu, der da auch eben schon dabei war. Wir gucken mal, für wen er gekommen ist. Ich glaube für Kabashi. Die Eintracht macht hier in den ersten Sekunden der zweiten Halbzeit richtig gut. Kaluanga, attackiert von Hacic. Ah, der macht ja, das gut. Das wurde da einfach auch zu eng. Abdullahi, ja. Ja, bei dem. Bisschen spät, ja. Unmut bei den Zuschauern, aber ich glaube, die Entscheidung ist korrekt. Ja. Spielerwechsel bei der TuS Koblenz für die Nummer 12. Leute, Kabashi spielt die Nummer 13. Nozomu und Nonaka. Da haben wir die Einwechslung. Oh, jetzt Gietzen probiert es von draußen direkt.
Ja, und das Einzige, was er trifft, ist die Bande einer unserer größeren Sponsoren, der immer hier dafür sorgt, dass die Kehle nie austrocknet. So ist es. Keine Gefahr für das Tor von Deno, der jetzt antritt zum Abstoß. Der Ball klebt förmlich in der Luft. Ah, Salem, ich glaube, so wollte er den nicht runterpflücken. Gut aufgepasst von Baldé. Salem, ja, wieder viele Zweikämpfe da im Mittelfeld. Gut gelöst von Baldé jetzt. Kaluanga, wen kann er anspielen? Ja, hat er sich so ein bisschen in die Bredouille bringen lassen, aber... Na, er hat die Bredouille auch ein bisschen gesucht, würde ich sagen. Ja, ne? Ja. Hat er sich vielleicht vorher vom Ball trennen können. Andererseits ist das natürlich auch was, was ihn stark macht, seine 1-gegen-1-Situation. Wieder Einwurf für die Eintracht. Das war jetzt 5 cm Raumgewinn. Diesmal nach vorne. Ja, Garnier da zu engagiert. Kein Problem für Simon Maurer. Jetzt soll es also für Koblenz über die linke Seite gehen. Aber der Ball da geht ins Niemandsland. Oh ja, Nachsetzen von Abdoulaye. Ja, und der muss aufpassen. Also noch so eine Situation. Wir hatten es ja schon angesprochen. Relativ früh mit Gelb verwarnt. Der Mann mit der Nummer 11 im Trikot der TuS aus Koblenz. Ja, könnte mir vorstellen, dass das nicht das letzte Mal ist, dass der SVE natürlich auch in diesen Situationen so ein bisschen den Kontakt sucht, so ein bisschen versucht, Abdoulaye vielleicht zu kitzeln. Schauen wir mal drauf. Stahl gewinnt das Kopfverduell gegen Garnier, Kaluanga für Sinanovic, der jetzt gegen Softic gefordert war, sich nicht durchsetzen konnte. Salem, gut vorbeigelegt an von der Bracke und auch das kann man durchaus mit einer gelben Karte ahnden. Ja, tut er aber hier nicht. Und Ball auch nochmal weiter weggespielt. Ich glaube von Stahl. Also das sind dann so die Szenen, da wird es mir ganz gut gefallen, wenn der Schiedsrichter zunächst bei seiner Linie aus der ersten Halbzeit bleiben würde. Weil da hat er gar keinen Spaß verstanden. Mittlerweile das Ganze so ein bisschen die rote Linie aufgeweicht. Ja, war natürlich kein schlimmes Foul, aber Freistoßposition trotzdem gut für Milat Salem. Fast sogar schon in einem Rahmen, wo man sagen kann, man probiert, wenn man so eine Schusstechnik hat wie er, auch mal direkt. Salem, genau so ist es. Und da ist Pauken. Dieter Pauken, das Urgestein im Kasten der Mannschaft vom deutschen Eck. Gießen nicht gefoult. Möglichkeit für Sinanovic. Da wartet Salem, oh, schlecht angespielt. Rot. Ja, jetzt müssen wir neu aufbauen. Kleine Ungenauigkeiten da in der Ball. Abgabe und Mitnahme, deswegen Tempo erstmal raus. Neuer Aufbau, Kling probiert mit einem weiten Ball. Aber die Idee, die hat er leider exklusiv gehabt in dieser Szene. Keiner der Kollegen da anspielbar gewesen. Und Kaluanga gemeinsam mit Simon Maurer da in diesem Zweikampf. Was macht denn Knob da? Nix. Klasse von Simon Maurer. Ah, und dann legt er sich den Ball zu weit vor gegen Hacic. Jetzt muss er da schnellstmöglich wieder hinten rein. Setzt dann nochmal das Tackling nach. Ob das so clever war, weiß ich nicht. Klasse von Brodersen. Und das gibt hier Szenenapplaus im Moselstadion. Ja, ganz wichtige Szene natürlich auch da von Leonel Brodersen, denn der Kapitän Simon Maurer, der war natürlich dann aufgerückt. War zwar mit großen Schritten auf dem Weg zurück in die Viererkette, aber sortiert waren sie nicht. Dazu hatten sie jetzt Gelegenheit. Abdoulaye, genau, Simon Maurer wieder da. Und es gab, wenn ich das richtig sehe, im ersten Durchgang keine einzige Ecke. Ja. Also wir sind hier wirklich noch eckenlos. Ja. Das ist auch ein bisschen verwunderlich für dann doch die Offensivkraft, die beide Mannschaften in der jeweils gegnerischen Hälfte auspackt. Garnier gut geklärt in den Lauf von Salem. Der gegen Hacic. Hacic ist gut dran an Salem. Klasse, wie der Bosnier das macht. So, und jetzt ist es gelb, weil jetzt
war es dann irgendwann einfach ein bisschen zu viel. Oh, und dann den Ball einfach mal 20 Meter zurück da von Michael Stahl. Ja, also ich sag mal, in der ersten Halbzeit hätte es dafür auch noch eine deutliche Ansage gegeben. Und Milad Salem, ja, der kann das einfach. Ich glaube, der kann auf einem Bierdeckel, trickst du jeden aus. Ja, uns auf jeden Fall. Na gut, du passt ja gar nicht auf den Bierdeckel. Ali vielleicht, Ali. Okay, gebongt. Dritte gelbe Karte für Koblenz. Nach Kabashi und Abdullahi. Also auch Hacic jetzt entsprechend verwarnt. Eldin Hacic. Na? Das hat er gut gemacht. Erst eine klasse Rettungstat da von Simon Maurer. Und dann auch noch das Foul gezogen. Und Kling, der guckt jetzt und sagt, was soll ich denn machen? Und zeigt jetzt an, der kommt weit, weil einfach hinten alles zugestellt ist. Garnier hat viel Platz. Bisschen Probleme bei der Annahme, aber gut gelöst. Draußen wäre Brodersen, genau, der bekommt auch jetzt den Ball von Baldé. Nanovic zieht nach innen, behauptet den Ball da richtig gut. Salem hier unten, kommt Kaluanga. Salem probiert es auf der anderen Seite. Gute Bewegung von Milad Salem. Kommt mit richtig Tempo. Kommt mit richtig Tempo. Zieht raus auf Anton. Christoph! Ist kein Anton! Da ist das Ding! Da ist das Ding! Und auch das war richtig klasse gemacht. Und wieder greifen sie ihn da nicht an. Milad Salem, der tanzt da durch die Reihen und hat dann das Auge für Christoph Anton. Und es gibt den Anton aus Tirol. Ja! Und da freuen sie sich und herzen sich gegenseitig. 3:1 in der 54. Spielminute steht hier im Trier-Mosel-Stadion für unsere Eintracht. Und wir gucken da nochmal drauf. Milad Salem, was für ein Antritt, was für ein Antritt. Und dann hat er den Blick da auch noch für Christoph Anton. Der legt sich den Ball prima zurecht. Und dann hat Pauken keine Chance. Und dann brechen sie da auf zum gemeinsamen Jubel. Und der Toni, der macht's hier. Das 3:1. Ja, ganz, 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 ganz wichtiger Start in diesen zweiten Durchgang. 10 Minuten rum und wieder so ein frühes Tor. Wieder so ein frühes Tor für die Eintracht. Und das muss jetzt einfach Sicherheit geben, dieser Treffer. Richter. Und so langsam, wenn ich das so richtig sehe, an den Gestiken und auch an den Mimiken der Gäste, dann muss ich sagen, da ist jetzt mittlerweile Unmut dabei. Jetzt müssen wir gucken, dass das nicht in Frust ausschlägt. Und wieder ein guter Ball da auf Edis Inanovic. Den legt er sich ein bisschen zu weit vor. Und da ist dann Stahl dazwischen, der Kapitän der Mannschaft vom Deutschen Eck. Garnier verfolgt Hacic. Was für ein Einsatz von Tim Garnier. Das ist Wahnsinn. Ist das gut gemacht von Tim Garnier. Jetzt hat Anton Platz. Unten der Salem. Oben ist Inanovic. Ja, Tempo ist ein bisschen raus. Sinanovic nimmt nochmal Brodersen mit. Das ist genau die Geduld, die es jetzt braucht. Und unterdessen steht da Felix Kepperbitz bereit. Die 7 von Koblenz und wartet da auf seine Einwechslung. Und jetzt ist hier auch richtig Stimmung nochmal in der Bude. Langer Ball. Ja, von Torwart zu Torwart, ohne Zwischenstation. Ah, Toni fair attackiert, gut von Salem dazwischen mit Anton. Jetzt muss er aufpassen, Milad Salem hart attackiert. Von zwei Mann und hat ein bisschen Glück, dass er da gegen von der Bracke und gegen Richter den Freistoß bekommt. Drückt das aus in einem kurzen Ball in der Faust. Dass er mit dieser Entscheidung sehr, sehr gut leben kann.
So, und jetzt gibt es den letzten Wechsel auf Seiten der TuS. Das ist sehr, sehr früh. Ja, hier keine sind Stunde noch, gespielt. Hier sind noch 33 Minuten zu spielen. Nicht mehr mit dabei, Adrian Knupp, der Angreifer, der einen ganz schweren Stand hatte da vorne. Eine gute Kopfballgelegenheit hat er gehabt, konnte er nicht nutzen. Ansonsten gegen Kevin Kling und gegen den starken Kapitän Simon Maurer kein Land gesehen. Boah, super Pass da von Kling, diesmal kommt er an bei Edi Sinanovic. Der gibt direkt ab auf Brodersen. Brodersen in, Ball wird geblockt. Und es gibt hier die erste Ecke. Und auch die wird ein bisschen gefeiert hier von den Zuschauern. Weil natürlich der Einsatz, der hinter dieser Ecke steht, auch beeindruckend war. Ja, damals Eckenstatistik 1:0 für die Eintracht. Und Milat Salem, seit dieser Saison der Mann für diese ruhenden Bälle. So, und einmal waren sie ja nach einem Standard schon erfolgreich. Da hat er Kevin Kling gefunden. Der ist auch diesmal wieder vorne mit dabei und den sucht er auch diesmal. Aber von der Bracke und Softage da ganz, ganz eng beim Eintracht-Innenverteidiger. Ja, Salem lässt den Ball liegen. Garnier war da gestartet. Ja, Brodersen wird jetzt übernehmen. Klassisch das Metier eines Außenverteidigers. Diese Einwürfe. Wir reichen den Wechsel noch schnell nach. Also Käferbitz jetzt im Spiel für Adrian Knupp. Oh, und der Sinanovic jetzt da auf der rechten Seite zu finden. Nee, zu wenig. Ja. Zu wenig für den Und Foul. Hat er das klasse gemacht und war das wieder ein Sprint da von unserer Elf, von Edi Sinanovic. Oh, Baldé, bisschen unsauber für Kaluanga, der macht das gut. Und Kling macht's auch gut, Baldé. Oh ja, das hatte sich angedeutet, da haben sie nicht gut die Ruhe bewahrt. Waldminghaus, bisher kaum in Erscheinung getreten. Leon Waldminghaus hier mit einem Foul. Jetzt ist er in Erscheinung getreten und auch das meines Erachtens, okay, das war natürlich jetzt da, oder sah besser gesagt, nicht so dolle aus, weil sie sich da doch ein, zweimal gegenseitig in die Bredouille gebracht haben. Aber grundsätzlich, wie sie sich dann wieder befreien, ist umso bemerkenswerter. Ja, absolut, Benni, bin ich vollkommen bei dir. In der Szene, das Einzige, was mich daran gestört hat, war, dass sie nicht die Ruhe hatten, weil sie haben sich spielerisch eigentlich ganz gut befreit, weil der hätte aber ein bisschen Platz gehabt, hätte da nicht so zu Boden gehen müssen. Das sind jetzt alles Kleinigkeiten, aber die können halt hier den Unterschied machen, ob die Koblenzer nochmal ins Spiel kommen oder eben nicht. Klasse Einsatz von Roth. Ah, nee. Das gibt er nicht. Das wollte er zu sehr. Mag ein Foul gewesen sein, aber das sah auch von hier oben ein bisschen theatralisch aus. Waldminghaus. Käferbilz, der neue Mann, abgekocht von Kevin Kling. Herzlich willkommen im Muselstadion. Felix Käferbilz, klasse von super. Kaluanga, der hat jetzt Platz da auf der linken Bahn. Direkt mit der Flanke hat er Edi Sinanovic gesucht. Ihn leider nicht gefunden. Aber schnell geschaltet. Also, die Eintracht hier stand jetzt. Eine halbe Stunde ist noch zu spielen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber stand jetzt deutlich näher am 4:1. Als Koblenz am zweiten Treffer. Und aus dem Koblenzer Block ist jetzt auch nichts mehr zu hören. Da ist jetzt Ruhe eingekehrt. Von der Bracke, Richter. Wird jetzt angelaufen von Sinanovic. Maurer, ja, ein bisschen. Hätte ich jetzt aber auch nicht abgepfiffen. Das war normaler Körperkontakt. Ja, ich glaube, was er gepfiffen hat, war, dass er die Arme leicht dran hatte an Abdullahi. Das ist dann schon okay. Während es wohl gleich auch beim SVE einen Wechsel gibt. Aber wir gucken zunächst auf diese Szene. Stahl, Brodersen, Garnier attackiert Dieter Pauken. Ja, und nochmal, Pauken in 7 Spielen musste er 2-mal hinter sich greifen, heute schon 3-mal. Das ist eine Statistik.
Luanga verlängert da für Käferpilz und Baldé macht es richtig gut. Also auch für ihn gibt es heute definitiv ein Sonderlob. Sanusi Baldé, der spielt hier unfassbar engagiert, haut sich in jeden Zweikampf und macht das auch richtig gut. Währenddessen sehen wir, verstärkt wird beim SVE gleich die Offensive. Dominik Hintscher steht da unten bereit. Könnte mir vorstellen, dass er vielleicht für entweder für Christoph Anton ins Spiel kommt, der ja noch nicht, vielleicht noch nicht wieder bei ganz 100% ist, oder für Tim Garnier, der sich hier extrem aufgerieben hat da im Zentrum und dann quasi mit zwei hängenden Spitzen, mit Salem und mit Kinscher, der SVE in diese letzte halbe Stunde geht. Lightminghaus, das sind diese gefährlichen Dinger, diesmal nicht. Das sind diese gefährlichen Dinge diesmal nicht. Ja, diesmal war es nicht gefährlich. Aber wir hatten es im ersten Durchgang thematisiert. Sie suchen da oft auf den Außenbahnen diese Halbräume. Richter mit Waldminghaus. Guter Doppelpass. Die Tuss. Ja, da war Baldé zu spät. Könnte. Nee. Ja. Ja, er kriegt zumindest noch eine Hand. Nee. Doch, es gibt Gelb für Baldé. Und jetzt wird es, glaube ich, auch gleich den Wechsel geben vor diesem Freistoß. Zumindest möchte Josef Sina auf sich aufmerksam machen. Genau so ist es. Und wir gucken, wen er dann vom Platz runternimmt. Garnier kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er da jetzt vor dem Toni, Christoph Anton ist es. Also, ich nehme an, bei ihm ist es eine Kraftfrage. Christoph Anton, super Spiel gemacht. Und auch da gibt es Standing Ovation. Freistoß ausgeführt von Gietzen. Gut an den Ball runtergenommen von Milad Salem. Und da ist er zum ersten Mal am Ball. Kinci im Doppelpass mit Sinanovic. Und jetzt kann er natürlich da den Ball nach rechts rausgeben. Er gibt ihn nach links raus zu Sinanovic. Und der scheitert an Pauken. Schön da vorbeigespitzelt. Riesengelegenheit, hier noch ein Türchen draufzusetzen. Und diesmal macht das richtig gut, Dieter Pauken. Wir schauen nochmal schnell auf diese Szene. Ja, da der Doppelpass. Und dann gibt er ihn nicht nach rechts zu Brodersen, sondern nach links zu Edis Sinanovic. Und schön da gespitzelt, aber zu zentral auf Pauken. Und das war's. Vorerst mit dem 4:1. Stahl mit Softic. Ja, super gespielt. Also Dominik Hintscher hätte sich hier beinahe direkt mit einer Torvorlage eingefügt in dieses Spiel. Maurice Roth, guter Einsatz, Baldé. Wieder eine gute Bewegung von Baldé. Dann der Fehlpass. Ist er ein bisschen unter Druck gesetzt worden im Moment der Ballabgabe. Und das zwingt ihn dann zum Fehler. Da ist wieder so ein Diagonalball auf Käferpilz. Es bleibt dabei. Wenn die TuS mal gefährlich vor das Eintracht-Tor kommt. Präsentiert von der Christoph Schnaufer, RNA und KKG. So, und jetzt gibt es die Zuschauerzahl des heutigen Tages. Und es sind fast 2500 Zuschauer hier im Stadion, da sehen wir es im Bild. 2437, um genau zu sein. Das ist eine neue Bestmarke. Und die Zuschauer wurden bislang belohnt mit 4 Toren, 3 auf Trierer Seite und einem auf der Seite der Mannschaft vom Deutschen Eck. Ah, Salem, zu optimistisch. Ah, Kinscher. Auch das gehört dazu. Direkt ein bisschen Psychospielchen. Emotionen mit reinbringen. Ja gut, wer den King kennt, wer King Kinscher kennt, der weiß, der ist natürlich ein Schlitzohr.
Oh, Gietzen, wieder eine gute Bewegung. Eben hat das direkt probiert, diesmal probiert das auch direkt. Also, sie lassen ihn sich da so ein bisschen warm schießen. Also 2437 Zuschauer, das ist, du hast es schon gesagt, ganz, ganz logisch eine neue Saisonbestmarke. Und ich glaube, das ist für den SVE seit dem Abstieg aus der Regionalliga auch eine neue Bestmarke. In der Oberliga hatten wir noch nie so viele Zuschauer wie an diesem Tag heute. Und die Mannschaft auf dem Rasen, die zeigt einmal mehr, warum das absolut verdient ist, dass hier so viele Leute da sind. Balde, klasse. In der Balleroberung. Aber sein Pass auf Edis Hinanovic kommt da wieder nicht durch. Ja, ja, gut abgefangen. Leichteste Übung da für Simon Maurer. Sah ganz elegant aus. Ja. Und es gibt gleich nochmal den Wechselgesang. Ich glaube, wir erhalten dann einfach auch nochmal den Rand, einfach weil es so schön ist zum Stand von 3:1. Sehr gerne, ja. Außer natürlich passiert was auf dem Rasen. Salem gegen Von der Bracke. Oh, Kling gegen Abdullahi. Nee, das war sehr wenig. Abdullahi da sehr, sehr leicht zu Boden gegangen. Salem, Kinscher. Ah, klasse Einsatz gegen Hacic, wie er da den Körper reinstellt. Und dann so ein Pässchen für Salem. Immer wieder schön. Wunderbar. Dieser Wechselgesang zwischen den unterschiedlichen Zuschauerbereichen im Moselstadion. Tja, ein Ex-Arbeitskollege von dir, der wird not amused sein, ne? Das will ich hoffen, dass der not amused ist. Der hält es nämlich hier mit den Schengeln. Und ich hoffe, dass er auch nach Abpfiff not amused ist. Ist schon ein bisschen schade, trauerst jetzt sicherlich, dass du ihn nicht am Montag auf der Arbeit siehst, oder? Das hängt ein bisschen vom weiteren Spielverlauf ab. Die Eintracht lässt hier gerade hinten ein bisschen schleifen. Vielleicht geht es dafür nach vorne. Ansonsten ja, absolut, natürlich, Benni. Würde ihm das gerne reindrücken. Wird mal wieder Zeit nach 5 Jahren. Garnier hat unfassbar viel Platz. Tim Garnier hat ganz viel Platz. Und diesmal meckert er nicht. Edis Hinanovic, diesmal kriegt Garnier einen Schlag auf den Hintern als Bestätigung. Jo, Junge, aus der Position musst du es einfach auch selbst mal probieren. Und wir gucken nochmal drauf. Ewig lange hat er da Zeit. Tim Garnier auf der rechten Seite. Mutterseelenallein kann er da in den 16er einziehen. Und dann hat er eigentlich nur noch Pauken vor sich. Und der macht, wofür er auch engagiert wurde. Er hält den Kasten in der Situation sauber. So, wir gucken auf die Ecke. Die ist richtig gut von Kevin Kling, aber Foulspiel abgepfiffen das Ganze. Hände draußen, so zeigt es zumindest Alex Krüger an, der Schiedsrichter. Und jetzt gibt es den nächsten Wechsel auf Seiten des SVE. Könnte mir vorstellen, dass das eben die letzte Aktion von Tim Garnier gewesen ist. Denn da steht der Top-Torjäger, da steht Jan Brandscheid. Ja, und so ist es. Also, Ganni geht raus, unfassbar viel gearbeitet. Und auch dafür gibt es hier Standing Ovations im Moselstadion. Wir sagen vielen, vielen Dank an Tim Garnier und sagen Welcome back, Jan Brandscheid, hier im heimischen Stadion, im Moselstadion. Ja, was für eine Leistung von Tim Garnier, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Der hat so viele Meter gemacht heute. Wir erinnern uns an seine sensationelle Balleroberung da, wo Hacic über, ich glaube, 25 Meter hinterherläuft in vollem Tempo und dann das Leder erobert.
Ganz große Leistung. Und du hast es schon richtig angesprochen. Natürlich willkommen zurück an unseren Top-Torjäger Jan Brandscheid. Er endlich wieder so richtig mit von der Partie. Kinscher. Auf Salem. Ja, Doppelpass. Doppelpass. Ja, der war ein bisschen zu motiviert. Ganz schlimmer Fehlpass. Und Brandscheid, der war da schon gestartet. Ja, jetzt macht das rot. Super, auf die Außen gespielt. Vorteil läuft. Hier ist Sinanovic im Hintergrund, wäre Milat Salem. Den will er auch anspielen, aber Salem in letzter Sekunde von Stahl. Szene aber immer noch am Laufen. Softic eng dran an Salem. Der schafft sich jetzt zu drehen. Kleines Kunststückchen da. Ja, und Softic hält den Ball tatsächlich im Spiel. Kleinen Wachmacher da für Joaquim da Silva an der Außenbahn. Das war natürlich gerade auch ein Kracher. Ja, hat es ordentlich erwischt, den Linienrichter da. Ja, hält sich noch die Backe. Ja gut, Brodersen da mit dem Foul. Das macht Abdullah einfach clever. Das ist seine Art, dieses Spiel zu spielen. Haut seinen Körper rein und geht dann natürlich auch immer mal zu Boden. Brodersen mit dem Versuch nach vorne, Sinanovic, Rot bietet sich an, Kinscher steht so ein bisschen zwischen den Linien, Brandscheid hatte schon den Lauf hinter die Abwehr gemacht, denke, das wird jetzt auch die Ansage gewesen sein, immer mal wieder zu starten, vielleicht sehen wir es auch jetzt, Salem, im Zentrum ist Kinscher, genau, den sieht er, also wie die zwei zusammenspielen, das macht einfach Spaß, sich das anzugucken, hier wieder eine Kombination. Gut vom Balde. Rot. Oh, wunderbar. Brandscheid auf der Außenbahn. Von Gietzen attackiert. Fahne geht hoch. Ja, und mittlerweile muss man sagen, da sieht man Koblenz nicht mehr unbedingt an, dass sie hier Lust auf Fußball haben. Also es sind auch hier und da mal Nadelstichchen, aber ansonsten lassen sie sich da hinten ganz schön ausspielen. Und ja, gibt den dritten Wechsel. Ja. Und er hatte recht mit seinen Vermutungen. Er sagte, es kommen sehr wahrscheinlich Kinscher, Brandscheid und Heinz. Und auch bei dem dritten, da ist es jetzt soweit. Ja, und also, Brodersen geht raus. Entschuldigung, mein kleines Auswechselorakel, Niklas Stilz. Guckt man natürlich taktisch drauf, bisher die Wechsel eher positionsgetreu. Jetzt ist es so, dass Brodersen auf der rechten Außenbahn ersetzt wird von Kaluanga. Oh, gut gesehen, dass Kinscher da ein bisschen Platz hat. Schuss wird abgeblockt, da muss er jetzt hin, Dominik Kinscher. Darf das Leder nicht verlieren, verliert das Leder aber. Käferbitz, jetzt schwärmen sie aus, die Koblenzer, und sie geben ihm keinen Raum. Sie geben ihm überhaupt keinen Raum und deswegen bleiben die Mannen in Blau. Im wunderschönen neuen Heimtrikot heute in Ballbesitz. Klasse Ball von Kinscher, kein Abseits. Edis Sinanovic. Hier unten lauert Salem. Einwurf. Also den Gedanken vervollständigen. Rechts jetzt Kaluanga und Kevin Heinz, der sortiert sich natürlich auf seine angestammte linke Seite, sortiert sich da ein. Übernimmt also die Position von Kaluanga. Einwurf für die Eintracht. Wie lange haben wir noch, Benni? Ja, wir haben noch eine knappe Viertelstunde. Also es ist hier noch einiges möglich, einiges drin. Und wir hoffen natürlich noch auf ein Tor, was dann wirklich den endgültigen Schlusspunkt in dieser Partie womöglich bedeuten würde. Zack! Und da hätten wir es fast gesehen. Milat Salem, warum denn nicht? Und es gibt die nächste Ecke. Ja, und ich glaube, dieses vierte Tor, das würde wahnsinnig gut tun, denn dann, da lege ich mich fest, dann ist hier der Deckel drauf. Okay, habe ich scheinbar eine Ecke unterschlagen. Stadionregie sagt, wir sind bei 3. Ja, sehe ich aber auch so. Gut. Ja, also, da sehen wir es. Die dritte Ecke aller guten Dinge sind 3. Komm, Kevin, mach's noch einmal. Lass es klingeln. Ja, macht er fast, Sinanovic. Bekommt das hier dann nicht so richtig unter Kontrolle. Kling setzt nochmal gut nach.
Balde, gut. Mora, sehr gut. Und Kevin Heinz geht dann auf Nummer sicher. Erster Ballkontakt für ihn in diesem Spiel. Kleine Überraschung sicherlich, dass er heute nicht von Beginn an mit dabei war. Aber man muss Josusina und Fatsko Dusovic da Lob aussprechen. Denn sowohl Kaluanga als auch Brodersen auf der anderen Seite haben das hervorragend gemacht. Und ich bin mir sicher, dass Kevin Heinz, der jetzt ja komplett frisch ist, in dieser Schlussphase dem Spiel auch nochmal seinen Stempel aufdrücken kann. Ja, wobei frisch ist so eine Sache, hat ja gestern an einem Spendenlauf Kinder gegen Krebs oder gegen, ja. Ja, ich weiß nicht genau, aber ja, stimmt, du hast recht, ja. Er hat an so einem Benefizlauf teilgenommen, ja. Und deswegen vielleicht auch die Frische, die ihm heute gefehlt hat. Ja, kann gut sein, dass das am Ende der ausschlaggebende Punkt war. Gut, Kinscher. Ah, dauert ein bisschen lange, bis er sich darum dreht. Da hätte er im Zentrum Anspielstationen gehabt. Stattdessen die Kontergelegenheit für die TuS Käferbitz. Und der flache Abschluss vom eingewechselten Nozomu Nonaka. Keine ernsthafte Gefahr für das Gehäuse von Dennis Wischolek. Aber zumindest, Benni, korrigier mich, die erste Torannäherung der TuS. Ja, im zweiten Durchgang. Ja. Sagen wir mal, zumindest die erste Chance. Ja, ja, die erste Chance, die wir so klar verbuchen können. Balde, klasse für Kinscher. Unten startet Salem. Genau den wollte Dominik Kinscher einsetzen. Klingen hart gegen Käferbitz. Könnte noch eine gelbe Karte zur Folge haben, aber wir gucken erstmal auf den Lauf von Marc Richter. Ja, und das war Chance Nummer 2 innerhalb von jetzt, ich glaube, knapp 45 Sekunden. Oh, und Ali sagt, wir sollen auch noch schöne Grüße an Dieter Pauken ausrichten. Das haben wir hiermit getan. Also Dieter, liebe Grüße von Ali. Ja, er hat noch was hinzugefügt, aber das lassen wir jetzt weg. Ja. Scheint keine wirkliche Freundschaft zu sein zwischen den beiden. Ja, da lassen sie schon wieder den Ball von den Füßen klauen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Sie schaffen es aktuell vorne nicht so gut, die Bälle festzumachen. Ja, Heinz, schade. Ball war schon über der Linie. Ich glaube, Kevin Heinz wird es trotz seiner Teilnahme am Benefizlauf verschmerzen können, dass er hier ein paar Meter umsonst gemacht hat. Ja, Käferbitz nochmal. Sie müssen aufpassen, dass ihnen jetzt hier in der Schlussphase nicht nochmal so ein bisschen die Spannung verloren geht. Ja, es sind noch gute 10,5 Minuten regulär zu spielen. Und das ist eine besondere Eigenschaft dieser Koblenzer Mannschaft. Wir sehen es auch, Michael Stahl, der rückt jetzt weit mit auf und der dirigiert sein Team jetzt von hinten. Dann haben sie da vorne mit Abdullahi natürlich einen ganz unangenehmen Spieler. Brandscheid, Kontersituation. Ja, Softic macht das wieder gut. Also die drei da hinten, die könnten für die TuS jetzt in dieser Schlussphase so ein bisschen der Motor sein, das Spiel nach vorne nochmal anzukurbeln. Marc Richter, der nach seiner Einwechslung ein klasse Spiel gemacht hat. Der junge Mann ist, glaube ich, erst 17 Jahre jung. Weidminghaus. Kaluanga. Oh, das war mutig. Gietzen. Wischolek weit draußen. Und Simon Maurer haut alles rein, was er hat. Ja, da sehen wir schon die Konsequenzen. Das ist das, was ich meine mit der Spannung. Ja, also ein Anschlusstreffer auf 3:2, den brauche ich hier jetzt nicht. Zumindest nicht. Gut, Maurice Roth, der verliert nie ganz die Spannung. Das ist so einer, der da jetzt vorne weggeht. Boah! Gelbe Karte. Und die hat er sich verdient, die wollte er haben. Die hat Felix Käferbitz da. Da hat er drum gebettelt. Sicherlich einkalkuliert, als er da angesetzt hat zu diesem Tackling. Die muss er einkalkuliert haben. Wischolek wird den ruhenden Ball ausführen. Aber keine Chance dafür Brandscheid. Klar, Tim Gagné, der hat ein paar Zentimeter mehr in der Höhe. Der ist da eher ein Abnehmer solcher Bälle. Also gelbe Karte gab es für Felix Käferbitz.
Und jetzt müsste er sehen, dass da mehrere frei waren, aber er sucht wieder Salem, Kimscher, also die linke Seite scheint ihm lieber zu sein als die rechte. Salem im 16er, was macht er draus? Ja, ihm kann man da keinen Vorwurf machen, Milat Salem. Heinz Abdullahi macht das leider fest. Richter. Ah, wie gesagt, also bei den Koblenzern eher vielleicht sogar der stärkste heute, Marc Richter. Wie gesagt, eingewechselt früh für Linus Schulte-Wissermann, der nicht weiterspielen konnte. Käfer Bitz auch eher neu dabei. Keine Chance gegen Simon Maurer. Und auch nur Naka, der Japaner. Er ist kürzlich verpflichtet worden von der TuS. Kinscher. Ball draußen. Und so tickern hier die letzten Minuten runter. 7 sind es noch, regulär. Hacic hat die Arme draußen gegen Kinscher, ja. Und Parteische sagt, er wehrt sich nur. Und jetzt gibt es ein, steht auf, wenn ihr Trierer seid. Weidminghaus, keine Chance gegen Kevin Heinz. Und die Tribüne, sie steht. Von der Bracke. Und sie feiert hier ihre Mannschaft. Ihren SV Eintracht Trier 05. Und das ist eine geschlossene Decke. Gut, von Simon Maurer auch das. Nicht unwichtig, dass der Kapitän da dazwischen war. Stahl hebt den nochmal rein. Kling. Raus, Ball landet bei Waldminghaus. Das ist Käfer Bitz. Umringt von drei Mann. Muss den Weg hinten rumgehen über Stahl. Und jetzt auch über Leon Gietzen. Gietzen, hervorragende Hereingabe. Und das Tor zählt. Und da ist es schon wieder aus dem Nichts. Amadou Abdoulaye. 84. Ja, und es, auch wenn es eigentlich dem Spiel nicht ganz gerecht wird, es hatte sich ein Stück weit wieder angedeutet, weil die Eintracht hier einfach nicht so ganz aufmerksam wirkte in diesen letzten Minuten. Waren sich schon ein Ticken zu sicher, dass das hier schon gegessen ist in diesem Spiel. Ja, kann ich so unterschreiben. Da hat auch letztendlich die dicken Chancen, die man vorne hatte, die hätte man nützen müssen. Und sie wurden aber nicht genutzt. Und deswegen wird es hier nochmal spannend. Und ich hätte darauf verzichten können, ehrlicherweise. Absolut. Das wieder Richter. Wieder treibt der junge Mann das Leder nach vorne. Waldminghaus. Und diese Reingaben, die müssen sie jetzt vermeiden. Die vermeiden sie aber nicht. Wieder Abdullahi. Kling muss hin, denn hier unten lauert schon einer. Salem. Waldminghaus. Ja, die TuS bleibt im Ballbesitz. Softic. Diagonalball, ich behaupte, der landet bei Kaluanga, so ist es. Sinanovic. Der ist ja auch unwahrscheinlich wie gerackert, würde mich nicht wundern, wenn er da jetzt auch nicht mehr natürlich die Körner hätte, wie zu Beginn der Partie. Ball der in den Fuß von Richter. Marc Richter probiert, Ball ist abgefälscht. Und es gibt hier tatsächlich kurz vor Schluss die allererste Ecke für die TuS aus Koblenz. Ja, und jetzt geht's in die Crunch-Time. Und vielleicht haben alle hier schon ein bisschen früh den Deckel auf dieses Spiel drauf gemacht. 5 Minuten noch im Moselstadion. Nonaka schreitet zur Tat, der Japaner. Der neue Standardschütze, der TuS. Ball landet bei Gietzen, der kommt nicht hin. Vielleicht die Kontergelegenheit für Edis Sinanovic. Wir gucken drauf, Sinanovic gegen Gietzen. Müsste sich da im 1 gegen 1 behaupten oder eben ein bisschen Ruhe reinbringen. Gelingt ihm beides nicht. Maurer, ja, Ball bleibt in den Reihen der TuS. 2 Bälle im Spiel, das darf eigentlich so nicht sein. Also mitten in der TuS-Hälfte liegt noch ein zweites Spielgerät. Gut dazwischen gegangen von Maurer, der muss nur jetzt schnell wieder hochkommen. Rot, kein Foul. Ja, das hat Hacic zu sehr gesucht. Ja, hat er nicht. Gibt doch den Freistoß für die TuS. Sah für mich zunächst so aus, als hätte er das da weiterlaufen lassen. Was auch vollkommen okay gewesen wäre.
aus meiner Sicht. Und statt einer guten Kontergelegenheit für den SVE gibt es also jetzt... Ja doch, den Schiedsrichterball gab es scheinbar. Vielleicht war der Unparteiische da selber dran, Kinscher. Ah. Aber oben ist Sinanovic. Also sie bekommen noch die Chance. Sinanovic wieder dazwischen. Stahl, Brandscheid. Oh, jetzt wird es hier nochmal hitzig in der Schussphase. Salem, der haut wieder alles rein. Kommt nicht mehr an diesen Ball. Kleines Scharmützel dann. Trotzdem nochmal mit Leon Waldminghaus. Salem sieht gelb, aber nur Salem. Ja, das ist für mich jetzt auch hier nicht nachvollziehbar. Ich stand unmittelbar daneben. Aber auch schon vorher muss er eigentlich das Spiel abpfeifen. Gab dann Foul in seinem Rücken, aber auch sein Assistent hat das wohl nicht gesehen. Und hier hält es gerade kein mehr auf dem Sitz. Also auch die komplette Auswechselbank steht hier unten und fiebert nur noch dem Abpfiff entgegen. Nonoka, der Ball ist unwesentlich zu unpräzise. Und nochmal Anfeuerung hier unten von Tim Garnier an die Mannschaft. Kommt Jungs, kommt. Von der Bracke, Salem. Ah, auch bei ihm schwinden jetzt so langsam sicher ein bisschen die Kräfte. Auch der hat viel investiert. Abdullahi versucht das Leder zu verlängern. Hinten raus wäre einer seiner Mitspieler gewesen. Da ist nochmal Milad Salem, hält den Ball im Spiel, verliert ihn aber an Richter. Und der probiert es natürlich sofort wieder mit dem Heber. Amodou Abdullahi scheitert aus zentraler Position. Er zieht nicht seinen dritten Treffer. Wie lange ist es noch bis zur Nachspielzeit? Na, also wir haben jetzt noch regulär 1 Minute 20. Drei Minuten zeigt der Unparteiische wohl gerade an, gibt es obendrauf. Also haben wir jetzt noch ziemlich genau 4 Minuten hier im Moselstadion, die der SVE überstehen muss. Brandscheid nicht abgepfiffen. Und der SVE hat Schwierigkeiten, da Zugriff zu bekommen. Gerade im Mittelfeld, sie dürfen da immer wieder anlaufen. Richter, jetzt auf der anderen Seite Waldminghaus. Und es sind diese Hereingaben, die immer wieder für Gefahr sorgen. Heinz mit letztem Einsatz, verhindert er die Ecke. Ja, Josef Sinar hält es da kaum noch in seiner Coaching-Zone. Würde jetzt am liebsten hinten mit verteidigen. Von der Bracke. Salem ist ganz nah an ihm dran. Dieser Pass kommt perfekt durch. Marc Richter, Hereingabe ist wieder nicht schlecht. Gietzen, zweimal hat er es schon probiert von draußen. Probiert es ein drittes Mal. Ist das eine Nervenschlacht hier im Moselstadion. 3 Minuten jetzt noch, die es oben drauf gibt. Kinscher, jetzt muss aus dieser Situation was passieren. Salem mit Kinscher. Salem kann sich nicht behaupten gegen von der Bracke. Verliert das jeder. Nein, das ist kein Foul. Das ist schon okay, das so laufen zu lassen. Kaluanga, nee. Zu wenig gegen Stahl. Im Zentrum wäre Rot. Den muss er eigentlich anspielen. Oder aber Edis Sinanovic. Jetzt die Gelegenheit für Rot. Und jetzt haben sie mal ein bisschen Platz. Moritz Rot. Das ist eine 3 gegen 3 Situation. Moritz Roth, wen findet er? Findet er überhaupt einen? Brandscheid. Sinanovic. Unten wäre Kinscher. Sie verpassen die Entscheidung. Das hätte es doch sein müssen. Kaluanga. Ja, aber auch die TuS hat in den letzten Minuten wahnsinnig viel investiert, sodass die Eintracht jetzt hier zwangsläufig zu Gelegenheiten kommt. Sinanovic. Kinscher. Gut, es gibt nochmal Unterstützung von der Tribüne. Salem. Milat. Salem. Sinanovic. Nochmal für Salem. Der versucht draußen nochmal. Ah, zu lax für Brandscheid. So kann Gietzen das Leder nochmal erobern. Abdullahi, ja, wieder mit viel Show da. Amodou Abdullahi. Und er kriegt dann doch wieder den Freistoß. Ja, 100. Auch Dieter Pauken, auch der Schlussmann, der TuS jetzt also mit vorne. Bei diesem Freistoß. Es hält keine der Koblenzer mehr so wirklich hinten.
und pauken. Das ist ein Unruhestifter. Das ist ein absoluter Unruhestifter. Daniel von der Bracke. Und da ist Pauken. Hart attackiert Dennis Wischolek und sofort abgepfiffen. Sofort abgepfiffen. Ja, trotzdem noch nicht zu früh in Jubel verfallen. Eine Minute gibt's noch. Eine Minute ist noch zu spielen. Und trotzdem feiern sie das hier unten auf der Bank. Trotzdem feiern sie das wie den Schlusspfiff. Ja, und ich glaube, der TuS muss die Schlussphase in Unterzahl bestreiten, weil Michael Stahl einen Cut erlitten hat. Das heißt, der Kapitän ist in der Schlussphase für die TuS nicht mehr mit dabei. Das kann dem SVE nur in die Karten spielen. Ja, hat hier eine ordentliche Platzwunde davongetragen. Geht gerade an mir vorbei. Blut überströmt sein Gesicht. Ja, Waldminghaus, vielleicht die letzte Chance für die TuS. Noch 20 Sekunden läuft diese Verlängerung. Kling, nochmal Freistoß, nochmal Freistoß. Und jetzt legen sie sich hier furchtbar auf und ich kann es verstehen, weil warum er das verhelft, keine Ahnung. Ja, fällt da so ein bisschen auf die Cleverness von Felix Käferbitz rein. Nachspielzeit ist in diesem Moment eigentlich abgelaufen. Das ist hier die allerletzte Szene in diesem Spiel. Ja, und ich kann es nicht verstehen, warum er das Ding hier noch gepfiffen hat. Als hätte er hier wirklich noch diesen Schlussmoment nötig. Von der Bracke. Hereingabe kommt. Kommt hoch und weit. Hinten ist Pauken. Und der faustet den Ball, Dieter Pauken, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, mit der Hand nimmt er den Ball da. Faustet Pauken da den Ball in Richtung Tor, sieht die gelbe Karte. Ja, aber ist das nicht automatisch eine rote Karte, ein gewolltes Handspiel im gegnerischen 16er? Ich glaube nicht. Aber das dürfte jetzt hier trotz allem gewesen sein. Und jetzt hört man es auch auf den Rängen. Wir sind mal für einen kurzen Moment still und hören einfach mal rein. Eintracht Trier kann noch gegen TuS Koblenz gewinnen. 5 Jahre hat es gedauert. Fast 5 Jahre. Bis der SVE dem Lokalrivalen oder dem Rivalen mal wieder die Grenzen aufzeigt. 3:2 gewinnt die Eintracht. Hochverdient. Und trotzdem ganz, ganz knapp am Ende gegen extrem clevere Koblenzer, die im Prinzip aus 2 Chancen 2 Tore machen. Gut, wieder mit dabei zu sein, Brandy? Ja, sehr gut, natürlich. Und wie fühlt sich so ein Sieg nach so langer Zeit wieder gegen die TuS aus Koblenz an? War natürlich überragend. Lange nicht gegen Koblenz gewonnen. Das haben wir einfach verdient diesmal. Diesmal es war Gerechtigkeit einfach. Wir haben diesmal einfach gesiegt. Wir waren das bessere Team. Endlich gewonnen, ja. Und auch wieder mit dir an Bord. Schön, dass du wieder da bist. Danke, Jan Brandscheid. So, wir machen natürlich auch später noch ein richtiges Interview. Aber ja, erstmal nochmal zu dir und zu den Highlights der heutigen Partie, Niklas. So machen wir es, Benni. Vielen Dank. Also wir gehen nochmal rein in die schönsten Momente dieser Partie. Hier sehen wir den Jubel nach dem frühen 1:0. Edis Sinanovic da, der Torschütze. Es ist unglaublich viel passiert. Es war eine enge, es war eine wahnsinnig intensive Partie hier im Moselstadion. Die Eintracht, die hatte richtig viele gute Gelegenheiten. Genutzt haben sie, und das muss man fast so sagen, am Ende nur 3. Das hier war eine davon. Der große Jubel nach dem 2:0. Kevin Kling nach Standard war erst, der den Fuß reingehalten hat, und entsprechend groß und entsprechend euphorisch. Die Freude da auf der Gegengeraden. Tja, und im ersten Durchgang, ihr seht's, zwischenzeitlich die TuS dann doch wieder rangekommen aus dem Nix. Auch da eine Standardsituation, verantwortlich für den Treffer. Vielleicht sehen wir sie nachher nochmal. Wir gucken mal gerade in die Jubelbilder. Das haben sie sich verdient. Die Jungs, die hier richtig, richtig Euphorie schüren. Also allerspätestens jetzt. Allerspätestens mit diesem 3:2 Heimerfolg gegen den Dauerrivalen vom Deutschen Eck. Ist klar, Eintracht Trier gehört in dieser Saison zu den Spitzenmannschaften in der Oberliga Rheinland-Pfalz und hat definitiv die Möglichkeit, da bis zum Schluss oben
mit dran zu bleiben. Wir müssen uns hier wieder am Freitag, den 27. September um 19:30 Uhr begrüßen wir dann mit der Freundes. Danke fürs Zuschauen und euch allen ein schönes Wochenende. Kommt gut nach Hause. Und jetzt laufen sie zu ihren Unterstützern auf der Gegengrade und lassen sich feiern und machen es natürlich absolut zurecht nach diesem Kampfspiel und nach diesem Sieg gegen die TuS aus Koblenz. Und den Moment hier kann ihnen heute keiner nehmen. Ja, großartige Bilder zum Genießen. Und dann juckt es am Ende auch wirklich mal so gar keinen mehr, dass das hier am Ende doch nochmal ein bisschen spannend geworden ist. Nötig gewesen wäre es nicht. Die Mannschaft hat hier diesen Sieg absolut verdient. So, und vielleicht ist das dann auch einer der Unterschiede zu den beiden Vorjahren, wo das Team sporadisch herausragende Leistungen gezeigt hat, das aber nie so richtig konservieren konnte. Und jetzt haben sie mit einem Mördersaisonstart und mit einem echten Ausrufezeichen hier zu Hause gegen die TuS gezeigt, dass mit ihnen auch in schwierigen Spielen zu rechnen ist. Wahnsinn. Jetzt geht es auch noch mal in die Ostkurve. Auch da heute klasse Support, auch da klasse Unterstützung. Lange haben wir warten müssen auf so einen Fußballnachmittag in Deutschlands ältester Stadt. Wenig zu feiern gab es für den SVE in der Saison 2016-2017, damals am Ende einer chaotischen Spielzeit der Abstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz sah. Dann zwei Jahre, wo der Neuaufbau forciert wurde. Junge Spieler eingebunden wurden in die Mannschaft. Und ich glaube, man kann zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass das hier eine Art vorläufiger Höhepunkt ist. Das soll noch keine weitere Prognose für den restlichen Saisonverlauf darstellen. Aber es ist auch nicht weniger als eine wunderschöne Momentaufnahme. Die 2.500, die heute dabei waren, die kommen wieder. Denn das war heute Werbung nicht nur für Eintracht Trier, sondern für die gesamte Liga. Auch auf den Rängen großartige Atmosphäre, auf dem Platz ein Spiel mit extrem viel Kampf, extrem viel Einsatz. Und am Ende mit einem verdienten Sieger im Moselstadion. Vor einem Jahr, da haben sie es hier fast auf den Tag genau noch verpasst, eine 3:1-Führung über die Zeit zu bringen. Heute ist es ihnen eindrucksvoll gelungen und heute haben sie es sich auch mehr denn je verdient gehabt. Jetzt gibt es hier unten auch nochmal, während die Mannschaft da, ihr seht es im Bild, sich von der Gegengeraden feiern lässt, gab es hier unten nochmal Standing Ovations von der Tribüne, auch für den Cheftrainer, auch für Josef Sinar. Seine Rolle bei der Entwicklung der Mannschaft
muss man hervorheben. Er hat das Team übernommen in einer schwierigen Situation vergangenes Jahr nach einem misslungenen Saisonstart. Da fehlte so ein bisschen das Selbstvertrauen, die Selbstverständlichkeit war verloren gegangen. Und dann war es ein steiniger Weg zurück mit einer tollen Rückrunde. Gerade hier im Moselstadion hat die Mannschaft den Anschluss geschafft an die Spitze. Den großen Wurf, den hat sie am Ende nicht mehr schaffen können. Aber vielleicht, vielleicht gelingt das ja in dieser Spielzeit. Ja, Simon Mora, der Kapitän, wir sehen ihn beim Autogramme schreiben. Und wir sehen, wie Benny versucht, ihn dann auch zu kriegen. So, und jetzt habe ich auch endlich den ersten Interviewpartner. Ich entführe ihn mal so ein bisschen in Richtung der Kamera nochmal. Ja, bei mir am Eintracht-Mikrofon, wir marschieren einfach ein bisschen weiter Richtung Mittelkreis. Der Kapitän unseres Siegers heute, der Kapitän unserer Eintracht, Simon Maurer. Wie fühlt sich das an? 3:2 schlägt man die TuS aus Koblenz, die man all die Jahre zuletzt nicht schlagen konnte. Ja, sehr geil. Was soll ich dazu sagen? Ich denke, wir waren einfach mal dran jetzt. Wir haben die Woche haben wir mal geguckt, seit 6 Jahren kein Spiel mehr gegen die TuS gewonnen. Und irgendwann sind sie halt mal fällig und wir haben den Schwung aus den letzten Spielen einfach mitgenommen. Haben den Gegner analysiert, haben das umgesetzt, was das Trainerteam uns mit an die Hand gegeben hat. Und klar, dass hinten raus noch ein bisschen eng wird. Es ist ein Derby. Letzten Endes scheißegal, ein Tor mehr geschossen als der Gegner und damit haben wir das Spiel gewonnen. Ja, einer, der sich mächtig ärgern wird, ist Dieter Pauken. Der ist ja das Urgestein, hat schon unendlich viele Spiele gegen unsere Eintracht bestritten. Und ja, der wird heute richtig geknickt sein, denn dreimal muss er hinter sich greifen. Was war denn heute wichtiger, Offensive oder die Defensive? Ja, ich denke beides. Wenn man sieht, Koblenz hat die wenigsten Gegentore in der Liga, haben die beste Abwehr. Das heißt, wir mussten vorne schon das ein oder andere Mal dann ein Tor schießen, weil so viel lassen sie nicht zu. Das haben wir gemacht und letzten Endes, ja, es ist unbeschreiblich gerade, ehrlich gesagt. Ja, einfach genießen jetzt. Ja, das habt ihr euch verdient. Losgelegt habt ihr wie die Feuerwehr. Es stand relativ schnell nach einer Viertelstunde 1:0 und man hatte so das Gefühl, ihr habt das Spiel wirklich mehr als im Griff. Aber dann zum Ende hin, sind da so langsam die Kräfte geschwunden? Ja, nee, das glaube ich nicht. Mein Koblenz hat auch schon eine gewisse Qualität, dass die hier und da mal durchkommen, dass man nicht alles verteidigen kann, ist, denke ich, auch klar. Ich denke, im Großen und Ganzen ja, haben wir ein gutes Spiel gemacht und von daher so die Mischung aus allem, Offensive, Defensive, haben wir heute ganz gut gemacht. Absolut. Und heute Abend wird noch ein bisschen gefeiert? Ja, wir werden das schon genießen. Ich meine, Mittwoch spielen wir ja schon wieder, also allzu steil können wir nicht gehen heute, aber wir werden definitiv den Moment genießen. Und vielleicht noch ein Wort zur Unterstützung heute. Knapp 2.500 Zuschauer im Moselstadion, auch so ein, ja, ein Zeichen der Trierer, dass sie an dieses Team hier glauben und das Team unterstützen? Ja, ich denke, es spiegelt auch unsere Leistung wieder, die wir in den letzten Wochen halt gebracht haben. Die Zuschauer kommen, die haben wieder Spaß, ins Moselstadion zu kommen. Das ist unser Ziel. Wir wollen guten, attraktiven Fußball spielen, dass die Leute sich damit identifizieren. Und ich denke, ja, wir sind auf einem guten Weg. Ihr seid auf einem blendenden Weg. Schau mal auf die Tabelle, Kapitän. Also, mein Captain, da sagt Simon Maurer zu dieser Partie heute. Wir gucken uns nochmal ein, zwei Highlights bei dir an, Niklas. Und ich schau mal, ob ich noch unseren Chefcoach finde. So ist es, Benny. Vielen, vielen Dank. Wir gucken nochmal in ein paar Szenen, bevor wir dann gleich Josef Sinar hören. Das hier war die erste Aktion in diesem Spiel, die wir da gesehen haben von Milat Salem. Kurz vor dem Führungstreffer. Und das hier, das war dann das 2:0 von Kevin Kling. Den Jubel, den haben wir vorhin schon mal gesehen. Jetzt auch nochmal den Treffer. Und entsprechend groß natürlich der Jubel. Also man sieht, wie sehr dieses Team nach diesem Erfolg gegiert hat, wie geil sie drauf waren, dieses Spiel zu gewinnen. Und vielleicht kann Benny das jetzt auch nochmal den mal wieder Torschützen Edis Sinanovic fragen, denn den hat er da unten am Mikro.
Ja, vielen Dank, Niklas. Ja, den mal wieder Torschützen, der aktuell trifft und trifft und trifft, so wie ein Duracell-Hase und man weiß gar nicht, wo die Batterie reinkommt. Unglaublich. Edis Jenanovic, Glückwunsch, wieder mal in die Torschützenliste eingetragen. Glückwunsch, 3:2 Sieg gegen die TuS aus Koblenz. Wie fühlt sich das aktuell an, nachdem 2500 Zuschauer heute Zeuge dieses Siegs wurden? Überragend, also wirklich, ich kann es eigentlich kaum mehr beschreiben. Wir haben die ganze Woche so hart trainiert, mit vollem Fokus auf das Spiel, so eigentlich wie bei jedem Spiel. Und dann natürlich, wenn sich das noch alles auszahlt, mit so einem Hammerspiel, wo sich jeder reinwirft, 110% gibt, wir so einen schönen Fußball nach vorne spielen und drei Buden machen, unbeschreiblich schön. Absolut, hat es auch von außen wirklich... Ja, mega Eindruck hinterlassen. Ich glaube auch auf alle 2500, die heute hier waren. Auch deine Leistung, die wollen wir jetzt mal herausheben, war wieder mega. Du bist gelaufen, du hast dich in jeden Zweikampf wieder reingetankt, du hast dich in die Torschützenliste eingetragen. Also herzlichen Glückwunsch erstmal an dieser Stelle. Ärgert es einen dann am Ende vielleicht doch noch, dass man nicht noch ein Türchen nachgelegt hat und am Ende wurde es dann doch noch mal ein bisschen eng? Ja, wo es 3-1 stand, hat man es so ein bisschen schleifen lassen, aber gerade wo es dann, wo die Koblenzer das zweite Tor gemacht haben, war es dann natürlich bitter. Vielleicht hat am Ende noch dieses bisschen Kraft gefehlt, aber ja, am Ende haben wir ein Tor mehr geschossen, es reicht. Wie, absolut. Wie hart war das Spiel? Sehr, wir haben uns wirklich in alle Zweikämpfe dazwischen geworfen und ja, über 90 Minuten hat, wie gesagt, jeder 110% gegeben. Am Ende hat es ein bisschen nachgelassen, aber es hat gereicht. Wir sind wirklich 90 Minuten jeder voll gerannt und wurden belohnt. Absolut. Nächstes Mal ziehen wir dir vielleicht so einen Schrittzähler oder so an, weil mich würde schon mal interessieren, wie viele Meter du so pro Spiel machst. Geschätzt sind das so 15 Kilometer. Ja, ich weiß es nicht. Würde mich auch mal interessieren. Gut, dann machen wir das nächste Mal. Herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank, Edis Jenanovic. So, ihm wünschen wir natürlich auch noch ein schönes Wochenende. So, und jetzt scheint es so, wo ist der Trainer? Da ist der Chefcoach. Den besorge ich mir auch noch mal. Also 2-3 Highlights mit dir, Niklas. Und dann gibt's wirklich das Interview mit Josef Sina. Ja, Benni, ich bin dir doch weit voraus. Also wir gucken in die Highlights und wir sind wieder pünktlich zum 2-0 dabei. Wir sehen nochmal diesen schönen Treffer von Kevin Kling. Der zeigt, dass er es eben nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Fuß kann. Das hier, das war der Jubel nach dem Führungstreffer von eben dem gerade gesehenen von Edis Jenanovic, der, wir haben es gesehen, sein 7. Saisontor erzielt hat. Also der Neuzugang vom TSV Schott Mainz, der ist hier eingeschlagen an der Mosel wie eine Bombe. Und ein guter Typ ist er auch noch. Sehr schönes Interview da eben mit Benny. Und ich sehe Josef Sina, unser Cheftrainer, der hat sich heute Verstärkung mitgebracht fürs Interview. Wir gucken gleich mal drauf. Genau, ich glaube, das ist seine Soufflöse, die flüstert ihm auch immer ein, was er so der Mannschaft in der Halbzeit zu sagen hat. Ist das so? Ja, sie bespricht mit mir einen Tag vorm Spiel die Aufstellung. Ja, dann muss ich sagen, hat sie alles richtig gemacht. 3:2 siegt dein Team heute gegen die TuS aus Koblenz. Das gab es schon längere Zeit nicht mehr. Wie zufrieden ist der Chefcoach mit dem Ergebnis und mit dem Zustandekommen dieser 3 Punkte? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich bin auch stolz auf die Truppe. Wir haben ein super Spiel gezeigt. Hätten natürlich Koblenz nicht so lange leben lassen müssen und am Ende nicht zittern brauchen, aber es ist okay, ich möchte mich nicht beklagen. Die Jungs haben einen Riesenfight abgeliefert, super gespielt, mutig gewesen, alles umgesetzt und diesen lang ersehnten Derby-Sieg endlich nach Trier gebracht. Absolut und ich glaube, die Resonanz mit 2.500 Zuschauern im Moselstadion hat auch von der Atmosphäre her durchaus zur Stimmung und auch zu deiner Stimmung beigetragen, oder? Ja, es war einfach... super Stimmung, auch ein Gefühl, dass es kein normales Oberligaspiel ist. Es ist eine Stimmung, die eigentlich auf einem anderen Niveau stattfindet, in der Regionalliga oder auch höher. Und die Leute haben einfach unsere Jungs nach vorne gepusht und gepeitscht. Und das haben wir gebraucht. Und ich glaube einfach, dass dieser Sieg einfach für alle hier in Trier etwas Besonderes ist und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Absolut. Auf diesem Weg würden wir uns natürlich freuen, wenn die Zuschauer weiterhin dabei wären und die Eintracht so unterstützen würden. Vielleicht ein Wort. Ich weiß, dass du es nicht so magst, wenn man einzelne Personen raushebt. Aber an einem, da kommen wir jetzt aufgrund der letzten Wochen und ich habe es mir wirklich öfter verkniffen, nicht dran vorbei. Edis Jenanovic, der schießt Tore am laufenden Band. Der ackert, der hat eine Zweikampfquote gefühlt von 99%. Was ist das denn für einen, den du da ausgepackt hast zu dieser Saison? Edis ist ein
guter Spieler, aber auch nur einer von den 11, die auf dem Platz stehen. Ich kann es nur wiederholen. Der Edis lebt auch von seinen Mitspielern, wie ein Milat ihn einsetzt, wie ein Maurice Roth ihm den Rücken frei hält oder ein Kaluanga oder ein Brodersen. Ein Simon Maurer würde ich heute hervorheben, weil er unglaublich viele wichtige Zweikämpfe gewonnen hat. Auch wenn wir 2 Gegentore kassiert haben, finde ich, hat er ein Riesenspiel gemacht. Und es ist nicht immer nur derjenige, der das Tor schießt. Aber Edis tut uns natürlich gut und ich freue mich einfach, dass wir ihn bei uns im Kader haben. Wir freuen uns darüber natürlich auch ganz gewaltig. Abschlussfrage, bevor ich dich ins Wochenende entlasse. Also die Mannschaft hat schon gesagt, ja natürlich genießen wir jetzt den Moment, natürlich werden wir das ein bisschen feiern, aber allzu steil können wir nicht gehen, am Mittwoch geht es ja direkt schon weiter. Feiert heute Abend Josef Sinar oder fällt er einfach nur in die Koje? Na, es wird nicht groß gefeiert. Ich bin mit der Familie, es gibt Abendessen, bringen wir die Kinder ins Bett. Und dann werden sie auf die Couch gesetzt. Und die Jungs, die können ruhig heute genießen. Auch morgen. Morgen ist frei. Und am Montag dann volle Konzentration auf Mittwoch. Hervorragend. Das klingt nach einem Plan. Dann wünsche ich dir ein tolles Wochenende. Vielen, vielen Dank und nochmal Glückwunsch zum Derby-Sieg. Ja, also jeder, der aus Trier kommt, der kann sich heute hier ja, Sieger nennen. Das war ein klasse Spiel unserer Mannschaft. Da war alles dabei, da war Kampf dabei, da war Leidenschaft dabei, da war Laufbereitschaft dabei, es waren Tore dabei, es waren hitzige Szenen dabei. Also von daher, ja, das war ein Spiel, wie man sich das eigentlich als Zuschauer letztendlich wünscht. Ja, hitzige Szenen, die gab es natürlich auch wieder zwischen Niklas und mir. Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Niklas, dass du dabei warst. Und sage natürlich auch vielen Dank an Ricardo Krechel an der Kamera. Ja, und jetzt bin ich auch so richtig fertig und ich glaube so ähnlich, außer dass ich keine Kinder ins Bett zu bringen habe, wird halt auch mein Abendprogramm werden, weil ich bin schon ein bisschen fix und fertig. So, das war's von dieser Stelle. Wir melden uns das nächste Mal zurück am nächsten Samstag. Dann aus Mechtersheim übertragen die Partie natürlich auch wieder live für euch. Bis dahin wünschen wir euch noch ein schönes sonniges Wochenende. Genießt diesen Sieg, macht's gut und bis dann. Tschüss! Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Nice. Was ist denn das überhaupt? Appes. Appes, ist klar. Ja, Appes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Appes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tick. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken? Kann sie nicht. Aber natürlich kann sie. Parken. Das ist Apples.